Hallo, guten Morgen bei der 17. Paira-Matinee, Paira der Gesellschaft für politisches Wagnis. Ich freue mich, dass wir sehr unkompliziert Inge Hannemann gewinnen konnte, heute mit uns über die Abschaffung der Hartz-IV-Diktatur zu reden. Ich denke, in diesem Kreis muss ich Inge Hannemann nicht lange vorstellen, weil sie, so wie wir, gerne den Menschen in der Politik wieder in den Mittelpunkt rücken möchte und nicht die Zahlen. Das eint uns und ich hoffe, dass wir nach sicherlich einem längeren Kampf irgendwann so weit sind, dass man sagen kann, wir haben ein klein wenig zur Verbesserung der katastrophalen Lage für die, die nicht in Lohn und Brot sind, verbessert. Zur Einstimmung auch ein wenig den Widerstandsweg von Inge Hannemann beschrieben. Wie wir wissen, war sie zunächst einmal frohe Arbeitsvermittlerin, bis ihr auffiel, dass das sozusagen unter dem Vorzeichen der Hartz-IV-Gesetzgebung, insbesondere der Sanktionsmaßnahmen, die da vorgesehen sind, kein leichter Job sind, wenn man das eigentlich ernst nimmt, was unter diesem Begriff Jobcenter verstanden werden sollte, dass eben Jobs geschaffen werden und Menschen Arbeit finden und nicht die, die aus welchen Gründen auch immer zunächst nicht in dieser Situation sind und in der Regel nicht gerade so behandelt werden, wie es ihnen unter dem Vorzeichen, die Würde des Menschen ist, unantastbar geschehen sollte. Irgendwann fing sie natürlich an, weil sie ein Menschenbild hat, was ich gerade eingangs beschrieben hatte, sich dagegen intern aufzulehnen. Die interne Auflehnung konnte die institutionelle Begrenzung nicht überwinden. Und nun war die große Frage, wie geht es weiter? Will man dieses warme Biotop Jobcenter verlassen, weil es einem natürlich Einnahmen beschert? Oder geht man den Weg des Widerstands, der dann natürlich, da er intern gescheitert war, öffentlich sein muss? Zunächst fing sie an, natürlich das wunderbare Netz zu suchen, haben sich mit anderen verbündet, ausgetauscht und so weiter. Aber auch das war dann nicht der Schlusspunkt, weil es wurde zwar Öffentlichkeit hergestellt, aber die Verhältnisse waren dadurch noch nicht zu verändern. Also schrieb sie 2013 den sogenannten Brandbrief. Dieser Brandbrief ist eine aus meiner Sicht höchst mutige Anklage. Ich will nur wenig daraus zitieren, es ist ein längeres Schreiben natürlich, aber die wesentlichen Dinge und auch die Klarheit der Formulierung, denke ich, ist ein gutes Eingangsstatement. In diesem Brief steht unter anderem: Menschenunwürdiges und gedankenloses Handeln, wie es tagtäglich in den Jobcentern geschieht, macht krank. Bedrohung, Angst vor Sanktionen und die Behandlung als Mensch zweiter, dritter, vierter Klasse durch die Jobcenter führen eben nicht in Arbeit, sondern in die totale Verweigerung, in ständige Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, in Resignation, in Wut und zum Schluss bis zum Suizid. Wenn man das sacken lässt, dann kann man die Verfasstheit durch die sogenannte Agenda 2010 und die Folgen, die höchst negativen Folgen für die Menschen in diesem Land ja nicht schlimmer beschreiben. Und insofern würde ich sagen, das war 2013, Frau Hannemann, würden Sie diesen Brandbrief noch einmal so schreiben? Und wenn nein, warum nicht?
Also ich würde ihn auf jeden Fall erneut so schreiben und inzwischen noch ein bisschen härter sogar. Und härter in dem Sinne, dass ich auf die Gesellschaft gehen würde, als auch auf die Regierung. Weil die Regierung ist mit dafür verantwortlich. In meinem Brandbrief habe ich ja nur, in Anführungszeichen, die Bundesagentur für Arbeit angegriffen, also auch in Anführungszeichen halt kritisiert. Und jetzt würde ich einen Schritt weiter gehen. Ja, also ich merke auch immer wieder, dass ich überlege, ich sollte mal einen zweiten Brandbrief schreiben. Und diesen Brandbrief an die Bundesagentur für Arbeit habe ich sehr emotional geschrieben. Also ich war da die halbe Nacht wach und habe mich tierisch aufgeregt und gemerkt, es zerreißt mich. Und ich bin dann morgens um 5 aufgestanden, habe ihn verfasst innerhalb von 30 Minuten, also relativ schnell, bin dann joggen gegangen und habe einen Halbmarathon hingelegt vor lauter Frust und Wut, bis ich so ein Runner's High erreicht habe. Ich weiß nicht, wem das ein Begriff ist, um ein paar Glückshormone zu produzieren. Bin dann wieder nach Hause und habe ihn nochmal gelesen und habe aber gemerkt, ich verändere nichts an diesem Brief. Also ich habe ihn dann 1:1 tatsächlich so dann auch veröffentlicht. Ja. Und danach ging es mir gut. Ich hatte ein wenig skizziert, was Sie umtrieb, aber wie gesagt, Sie sind natürlich vorbereitet, uns sozusagen das Thema aus Ihrer Sicht nochmal im Detail eben darzulegen. Natürlich nicht nur im Sinne der Rückschau, sondern wir werden auch darüber reden, und das andere wäre ja unverständlich, wenn wir das nicht tun würden, wie es jetzt nun eigentlich weitergeht. Weil, wie Sie sagen, Sie sind freigestellt, Ihnen ist nicht gekündigt worden. Offenbar hat man, wenn ich das mal so als normaler Bürger beschreiben soll, nicht die Sicherheit, Ihnen die Kündigung wirklich auszusprechen. Das ist ja für Sie erstmal sehr beruhigend. Das fordert jetzt keine falsche Energie. Aber Sie selber haben ja gesagt, Sie würden möglicherweise jetzt dann doch stärker auch auf die Regierung zugehen. In gewisser Weise haben Sie das ja schon gemacht mit einem offenen Brief, unter dem Vorzeichen, dass Sie auch Partei ergriffen haben für Ralf Böß. Wie wir wissen, hat der sich sozusagen auf seinem Weg damit so auseinandergesetzt, dass er sagt, ich gehe jetzt ins Sanktionshungern. Und deutlicher kann man einen individuellen Protest gegen diese Unmenschlichkeit des Systems ja gar nicht ausdrücken. Also vielen Dank für die Einladung. Dann die Unkompliziertheit lag an meinem Mitarbeiter. Der koordiniert meine Termine, also dem muss man das Lob zusprechen. Das habe ich komplett abgegeben. Ich werde mich jetzt in dem Vortrag einfach ein bisschen, also angerissen auf Hartz IV beziehen und auch für mich primär die wichtigsten Punkte herausstellen. Das Thema Hartz IV beansprucht natürlich weitaus mehr, als ich in diesen 30 Minuten erläutern kann. Und darum bitte ich einfach dann entsprechende Fragen zu stellen. Auch werde ich jetzt hier nicht auf meine persönliche Situation eingehen, dann bitte auch Fragen. Ich glaube, viel wichtiger ist wirklich das Thema Hartz IV. Das ist so aufgebaut, dass ich anfange mit, was ist überhaupt auch nochmal Hartz IV? Was stört mich an Hartz IV und welche Alternativen gibt es? Also ich kann ja nicht immer nur polarisierend sagen, Hartz IV muss weg. Das klingt schön und die Medien lieben das auch, deswegen sage ich das immer gern vor den Medien. Aber wir brauchen ja auch trotzdem Alternativen. Und entsprechend dürfen Sie dann natürlich Nachfragen stellen. Ich hatte ja vorhin auch mit dir nochmal gesprochen, betreffend meines Buches. Auch das Buch von mir behandelt nicht alle Themen. Leider, wir hatten nicht mehr genug Platz. Wir haben schon den Platz überreizt mit 50 Seiten mehr als angedacht. Aber in dem Buch zum Beispiel sind ja gar nicht die Akademiker drin, die Migranten sind nicht drin, die Selbstständigen sind nicht drin, die ganze Problematik, das Thema Zeitarbeit und Leiharbeit füllt nochmal, würde eigentlich schon ein ganzes Buch füllen, was da im Hintergrund noch mehr läuft. Wenn ich mal Muße habe, dann kommt auch ein zweites Buch, und wenn ich mal ganz viel Zeit habe. Aber Sie wollen sich damit nicht distanzieren von Ihrem eigenen Buch? Denn ich muss Nein, überhaupt nicht. Wirklich sagen, ich hätte viel mehr, 500 Seiten auch gern geschrieben. Ja,
Also ich bin begeistert davon, weil es ein Buch in einfacher Sprache ist, was sozusagen die ganze Dramatik sichtbar macht, die dahinter steht. Und weil auf diesen 200 Seiten, so hatte ich gefühlt, ich habe es schnell gelesen, aber ich glaubte, ich habe 1000 Seiten gelesen, um die Informationen, die Sie da auf 200 Seiten geben, eigentlich unterzubringen. Also insofern erstmal großes Kompliment für ein tolles Buch. Danke. Gut, starten wir mal. Hartz IV, für mich ist das bis heute eine Entdemokratisierung, Entrechtung und auch Entmündigung der betroffenen Menschen. Ich glaube, bis heute hat wirklich kein Thema mehr politischen Diskurs und Brisanz erfahren wie das sogenannte vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Das klingt immer sehr schön. Ich kritisiere schon das Wort modern. Und Dienstleistungen, glaube ich, sind wir fernab von der Realität. Aber irgendwie muss es ja gut klingen, damit man auch entsprechend was verkaufen kann. Bis heute sehe ich das so, dass die Agenda 2010, und dazu zähle ich auch Hartz IV 1 bis 3, das wird immer sehr gerne vergessen, das waren ja schon die Vorläufer zu Hartz IV. Gerade Hartz II und Hartz III hat ja auch diese ganze Personalvermittlung in den Vordergrund gestellt, hat die Minijobs sozusagen umgewandelt, dass wir plötzlich keine Stundenbegrenzung mehr hatten. Das hat sich jetzt mit dem Mindestlohn ein bisschen zum Positiven verändert, zum Glück. Und es hat das ganze Controlling-System mit auf den Weg gebracht. Auch das wird häufig vergessen. Ja, also Hartz I bis Hartz III ist nicht weniger schuld an der heutigen Misere wie Hartz IV. Unser Sozialstaat sehe ich darin nicht mehr. Stattdessen sehe ich einen sogenannten Workfare-Staat. Professor Dr. Helga Spindler, ich weiß nicht, wer diesen Namen kennt, hat das ja schon vor Jahren auch gesagt. In Großbritannien haben wir bereits seit Jahren einen Workfare-Staat. Großbritannien ist ja uns immer ein, zwei Schritte voraus. Ich fahre immer gerne mal einmal jährlich nach London, um mit den dortigen Jobcentern-Mitarbeitern zu sprechen, damit ich weiß, was kommt in ein, zwei Jahren auf Deutschland zu. Also wir entwickeln uns in den Workfare-Staat. Ein gutes Beispiel dafür sind die sogenannten 0-Euro-Jobs in Hamburg. Da haben wir 1000 Plätze derzeit. Das bedeutet, die Menschen machen 9 Monate eine Maßnahme, 6 Wochen Theorie und können dann kostenlos an Unternehmen vermittelt werden. Unsere Jobcenterzentrale sagt immer, das sind doch keine 0-Euro-Jobs. Die Menschen bekommen ja dafür Hartz IV. So kann man natürlich sich auch selbst belügen. Ja, für mich ist das eindeutig ein 0-Euro-Jobs. Was hat Hartz IV gebracht? Mit Sicherheit nicht weniger Arbeitslose, wenn ich mal den Begriff arbeitslos verwende. Ich persönlich mag ihn nicht, ich nenne die Menschen erwerbslos. Einfach aus dem Grund heraus, viele Menschen engagieren sich ehrenamtlich, politisch, gewerkschaftlich oder sonstiges Ehrenamt. Und wenn sie all das nicht tun oder Familie zu versorgen oder Angehörige, dann sind sie beschäftigt mit dem Jobcenter. Ja, also sie sind nicht arbeitslos, sie sind einfach erwerbslos. Die Arbeitsverhältnisse haben sich nicht, verbessert, sie haben sich verschoben in den sogenannten atypischen Arbeitsmarkt. Das bedeutet, wir haben Befristungen mehrheitlich, also das ist gestiegen, die Teilzeitarbeit ist gestiegen, die Minijobs sind gestiegen, der Zweit- und Drittjob ist gestiegen. Und die Arbeitsstunden der noch Erwerbstätigen, die sind ebenfalls gestiegen. Die Vollzeiterwerbstätigen, die sind aber nicht gestiegen. Ja, das bedeutet, wir haben tatsächlich nur eine Verschiebung, aber nicht eine Reduzierung der tatsächlichen Arbeitslosenzahlen. Und wenn ich dann noch die Arbeitslosen nehme, sozusagen laut Statistik, die sich in Maßnahmen befinden, wie 1-Euro-Jobs, Bewerbungstraining, krankgeschrieben sind, Angehörige pflegen, Erziehungszeit, dann haben wir ja im Durchschnitt, Jahresdurchschnitt nochmal 900.000 mehr im Jahr. Und wenn ich die dazu nehme, die sich gar nicht melden im Jobcenter aus Angst, aus Scham oder weil der Partner 1 Euro zu viel verdient,
dann haben wir 4 Millionen Arbeitslose mehr. Das ist jetzt eine Zahl, die ich mir nicht ausgedacht habe, sondern eine ganz aktuelle Zahl von der Diakonie, die jetzt auch aktuell nachzulesen ist und nochmal dadurch bestätigt wird, durch den Schattenbericht, den die Nationale Armutskonferenz gerade vorgestern herausgegeben hat. Also keine ausgedachte Zahl, sondern eine wirklich inzwischen bewiesene Zahl. Wenn ich das hochrechne, 3,8 Millionen im Schnitt plus diese 4 Millionen, dann bin ich schon auf 7,8 Millionen. Dann nehme ich die stille Reserve dazu. Das sind die Menschen, die zwar gemeldet sind, aber keine Leistung beziehen. Das sind durchschnittlich 600.000. Dann komme ich auf 8,4 Millionen Menschen. Das ist eine Menge, das ist mehr als 10%. Und das finde ich durchaus erschreckend. Lohndumping oder Niedriglohnsektor, eine ursprüngliche Intention auch der Agenda 2010. Ich glaube, das wissen hier die meisten. Es war ja nicht die Reduzierung der Arbeitslosenzahlen im Fokus, sondern tatsächlich den Ausbau des Niedriglohnsektors. Schröder hat das ja auch in Davos damals 2005 und 2006 bestätigt. Wir wollen den größten europäischen Niedriglohnsektor erreichen. Das haben wir. Wir haben den zweitgrößten Niedriglohnsektor nach Amerika. Dann kein Grund zum Feiern, sondern einfach ein Grund zum Schämen, weil das führt natürlich absolut in die Armut, auch in die zukünftige Altersarmut. Und deswegen spreche ich auch ganz klar, und das ist für mich keine Phrase, es Hartz IV ist die gewollte Armut und auch eine bewusste Armut. Woran liegt das? Die Jobcenter, die sagen ja immer, es ist besser, irgendeinen Job anzunehmen, als Dauerkunde im Jobcenter zu bleiben. Das ist auch intern so der Duktus. Das ist auch das, mit dem ich über die ganzen Jahre, übrigens von Beginn an, also von 2005 an schon geprägt wurde, dorthin zu agieren, zu intervenieren, dass die Menschen ruhig ein oder zwei Minijobs annehmen sollen oder Zeitung austragen, auch die Kinder, auch die Jugendliche, abzüglich dann diese 100 Euro Freigrenze, dass sich dadurch auf jeden Fall das Hartz IV reduziert. Den Jobcentern ist es wirklich egal, ob die Menschen dazu in der Lage sind, ja, physisch oder auch psychisch. Übrigens eine Fehlmeldung innerhalb der Jobcenter, weil wir dürfen gar nicht in Tätigkeiten vermitteln, wenn die Menschen dazu gar nicht in der Lage sind. Ja, das steht sogar im SGB II, aber irgendwie rast dieses immer an den Mitarbeitern als auch an den Führungskräften vorbei. Das heißt, jede Tätigkeit ist zumutbar, das ist auch so dieser Duktus. Alles andere wird tatsächlich komplett ausgeblendet und soll ausgeblendet werden, weil wir arbeiten ja im Sinne der Steuerzahler. Ich hatte das jetzt auch nochmal auf Facebook gepostet, das ist für mich eine absolute Lüge, dass wir im Sinne der Steuerzahler arbeiten. Das ist Humbug, weil die meisten Menschen haben nämlich im Vorfeld 20, 30 Jahre bereits gearbeitet, haben hier Steuern bezahlt, die Erwerbslosen gehen einkaufen, zahlen auch hier Steuern. Ja, also von dem her ist es ganz selbstverständlich in meinen Augen wirklich eine Lüge, die hier auch intern und auch nach außen hin propagiert wird. Aber ich möchte auch hier mal auf den Begriff Jobcenter gehen. Du hast das auch mit dem Job gesagt, ich möchte hier ein bisschen korrigieren. Was ist ein Job? Ein Job ist ist eine Tätigkeit, wo die Menschen in der Regel nicht mehr zufrieden sind. Das bezeichnen sie als Job. Es ist nämlich dann nicht mal eine Frage, mache ich eine sinnvolle Tätigkeit, sondern eher die Frage, ich sitze meine 8 Stunden ab und hoffe, dass diese rumgehen, um dann meine Freizeit sozusagen zu genießen. Es ist nicht mehr als notwendiges Übel zur Existenzsicherung. Warum heißen die Jobcenter denn nämlich Jobcenter? Wenn ich das umdrehe, macht die BA nichts anderes, wie sich selbst damit zu bestätigen. Ich arbeite in meinem Jobcenter, weil es ein notwendiges Übel ist. Und entsprechend behandle ich auch dort die Menschen. Und das ist auch das, was mir so entgegenkommt. Ich sitze meine Zeit ab dort. Das merke ich bei vielen Ex-Kolleginnen und Kollegen. Man merkt das am hohen Krankenstand.
die es in den Jobcentern gibt. Also Hamburg liegt immer zwischen 10% und 15%. Nordrhein-Westfalen, sagte mir letztens ein Geschäftsführer eines Jobcenters, die liegen bei 30% bis 50% Krankenstand. Ich möchte damit nicht die Jobcenter-Mitarbeiter in Schutz nehmen, aber es stellt sich durchaus die Frage, warum sind die Mitarbeiter krank? Ist es das System, was sie krank macht? Ist es die Überforderung oder ist es einfach null Bock? Ich glaube, es ist alles von allem so ein bisschen. Aber hier ist eindeutig ebenso eine Fehlsteuerung wie gegenüber den Erwerbslosen natürlich selbst. Das Schlimme ist ja, dass genau diese Job-Einstellung, und jetzt verwende ich auch ganz bewusst den Begriff Job, sich auf die Erwerbslosen niederschlägt. Niederschlägt in Form von Willkür, gewollter Willkür, die haben wir. Das ist auch bis heute in meinen Augen an die Öffentlichkeit zu bringen. Das muss bekannt werden. Es ist das Nicht-mehr-Schaffen von Bearbeiten der Anträge. Ich glaube, was ich beobachte, ist, dass in Berlin nicht anders als in Hamburg oder in irgendeinem Dorf, wo es ein Jobcenter gibt, die Mitarbeiter kommen nicht mehr nach mit den Anträgen, gerade in der Leistung. Das bedeutet, in Hamburg haben häufig mehrere tausend Menschen Ende Monat kein Geld, gerade die Menschen, die kein Konto haben und auf einen Check angewiesen sind. Das bedeutet für diese Menschen weiterhin Existenznot, unberechtigterweise. Auch das muss an die Öffentlichkeit. Ein Gegensteuern gibt es nicht, weil erstmal die Erwerbslosen sozusagen bearbeitet werden, die ein Konto haben. Übrigens hieß es ja früher vor dem Jobcenter Arbeitsgemeinschaft, also AGE. Und davor gab es ja mal ein Arbeitsamt. Also da hatten wir noch den Begriff Arbeit. Und wir hatten Arbeitsgemeinschaft. Das ist für mich nochmal ein ganz anderer Duktus, auch von der Außenöffentlichkeit als jetzt der Begriff Jobcenter. Was stört mich, hat mich noch so gestört? Natürlich die Sanktionen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, an diesem Punkt müssen wir primär ansetzen, um dann weiter zu gehen. Das heißt aber nicht, ich reduziere meine Arbeit, meine Aktivität auch nur noch Sanktionen abschaffen, weil der Grundtenor muss bleiben, Hartz IV muss weg. Es ist ein gescheitertes System, dann aber angesetzt werden sollte erstmal bei der derzeitigen Sanktionspraxis. Wir haben 2012, 13 und 14 über 1 Million Sanktionen gehabt. Wir werden das 2015 auch haben. Das sehe ich an den internen Zahlen. Also wenn ich die internen Zahlen für Oktober sehe, haben wir durchschnittliche Sanktionen von 88.500. Ich brauche nur hochrechnen, also bis Ende Jahr. Wir sind jetzt schon bei über 900.000 Sanktionen im Oktober. Wir haben noch 2,5 Monate und damit erreichen wir lässig diese 1 Million Grenze. Die Medien werden das im April berichten, weil die endgültigen Zahlen kommen ja immer erst offiziell Ende März. Die internen Zahlen kann man natürlich laufend verfolgen. Sanktionen führen in Ängste. Allein schon das Anschreiben, die Einladung mit Sanktionsandrohungen führt in Ängste. Die Betroffenen öffnen zum Teil die Post gar nicht mehr. Und ich finde es ein Unding, wenn Menschen, die zum ersten Mal in ein Jobcenter gehen, sozusagen oder kommen, schon mit Sanktionen bedroht werden. Die wissen ja noch nicht mal, was das ist und werden aber schon bedroht. Das macht Angst, das macht einfach Angst. Selbst bei Menschen, die sehr stark sind, macht das Angst. Wir haben ein Existenzminimum von derzeit knapp 400 Euro für einen alleinstehenden Menschen und vom Existenzminimum kürze ich nochmal ein Minimum. Rechnerisch geht das gar nicht. Wie kann ich von einem Minimum nochmal ein Minimum machen? Also denklogisch ist das total schon verkehrt und trotzdem wird das gemacht. Das Sozialgericht Gotha als auch jetzt im Nachzug Dresden haben die Sanktionen ja inzwischen für verfassungswidrig erklärt. Das liegt in Karlsruhe. Wir rechnen damit, dass es 2017 behandelt wird. Dann dauert ein bisschen, wo ich immer gerne dazu aufrufe, rufen Sie in Karlsruhe an, fragen Sie nach, schicken Sie E-Mail.
Sie bekommen eine Antwort, machen Sie dort Druck. Ganz, ganz wichtig. Auch wenn Sie meinen, das wird nicht ernst genommen, aber Druck hilft. Ja. Man glaubt es nicht, wir haben mit öffentlichem Druck jetzt doch schon einiges erreicht. Denn wir haben die Sanktionspraxis bisher nicht abgeschafft. Der derzeitige Stand sieht aktuell so aus, der ist jetzt 2 Wochen alt, dass wir die Rechtsverschärfungen noch dieses Jahr bekommen sollen. Man nennt das ja immer Rechtsvereinfachungen. Bis vor 2 Wochen war der Stand so, dass die Sanktionen entschärft werden sollten. Das bedeutet, entschärft die verschärften Sanktionen im U25-Bereich sollten angepasst werden an die über 25-Jährigen. Es sollten keine Mietkosten mehr sanktioniert werden und die Krankenkasse auch nicht mehr sozusagen. Wir haben einen sehr starken Präsidenten oder Ministerpräsidenten von der CSU, Seehofer, der sich als einziger übrigens dagegen ausgesprochen hat, dass die Sanktionen entschärft werden sollen. Die SPD zog ein bisschen mit zur Entschärfung, auch nicht überzeugt, aber ja, Linke und Grün ist ja die Position klar. So, und jetzt sagt Seehofer, das wird nicht entschärft und jetzt sollen genau diese Punkte aus diesen 36 Veränderungen im SGB II herausgenommen werden. Wer das vergleichen möchte, findet alle Unterlagen zu den 36 Punkten bei Harald Thomé auf seiner Webseite. Dort wird das ja gesammelt. Und, ich bin sehr wütend darüber, auch wenn man es mir jetzt nicht so anmerkt, weil wir hier schon einen Schritt vorangekommen sind, auch aufgrund der ganzen Veröffentlichung, aufgrund des öffentlichen Drucks, den wir gemacht haben, von mehreren Seiten. Und jetzt fangen wir wieder sozusagen von vorne an. Das heißt für uns, wir müssen natürlich den Druck jetzt hier erhöhen. Das ist ganz klar. Zu was führt es aber noch? Es führt zur politischen Passivität, es führt zur Passivität, dass die Betroffenen auch aufgrund des minimalen Regelsatzes, der jetzt um lächerliche 5 Euro erhöht wird 2016, sich nicht mehr beteiligen, weder an Kundgebungen noch an den Wahlen. Hamburg-Bremen hat das ganz deutlich dieses Jahr gezeigt. Sie können es nicht mehr aus finanziellen Gründen, sie wollen nicht mehr, sie haben resigniert. Und wenn man sich mal die Statistik anguckt, ich kann Ihnen jetzt nur von Hamburg hier was berichten, unsere reichen Stadtteile wie Blankenese, ist ja allgemein bekannt, Nienstedten, haben wir eine Wahlbeteiligung zwischen 80% und 100%. In den Außenrandbezirken, wo jeder Zweite oder noch mehr Sozialleistungen bezieht, liegen wir bei 20%. Ja, die Menschen haben aufgehört. Die glauben der oberen Politik nicht mehr. Und ich glaube, man kann auch sagen, zum Teil haben sie einfach recht. Wir werden also einfach belogen und wir werden auch verschaukelt. Es frisst sich durch die ganze Familie. Es ist ja nicht nur der direkt Betroffene betroffen, sozusagen der Erwerbslose, sondern es sind die Partner betroffen, es sind die Kinder betroffen. Dann, jede Sanktion betrifft auch Kinder. Ja, das bedeutet, wenn ein Elternteil weniger Geld bekommt, hat die ganze Familie weniger Geld. Die Eltern versuchen das auszugleichen. Das ist meine Erfahrung aus dem Jobcenter heraus. Die Kinder hungern deswegen nicht, auch wenn die Boulevardmedien das immer gern, ich sag mal, verbreiten wollen. Das ist nicht wahr. Ja, es wird bei den Eltern gespart, aber definitiv nicht bei den Kindern. Schröder hat ja mal damals, als die Agenda 2010 in seiner Rede sozusagen den Begriff Eigenverantwortung eingeführt. Jeder ist für sich selbst eigenverantwortlich. Natürlich, das ist grundsätzlich jeder Mensch. Aber im Zusammenhang mit der Agenda 2010 führte es dazu, dass unser eigentlicher Sozialrechtsstaat die Verantwortung auf die Erwerbslosen wirklich verschoben hat. Er hat sich damit aus der Verantwortung herausgezogen und hat gesagt, so wer keine Arbeit findet, ist selbst schuld. Ja, Menschenskinder, ich sage immer, wie sollen beschönigte 3 Millionen Arbeitslose in Anführungszeichen auf 600.000 Arbeitsplätze passen?
ich brauche keinen Leistungskurs Mathematik, um zu wissen, dass das kann gar nicht hinhauen. Von den 600.000 Arbeitsplätzen, das ist so der Jahresdurchschnitt, sind ein Drittel Minijobs, Trainee-Programme oder kostenlose Praktika. Das heißt, wir haben jahresdurchschnittlich 400.000 Arbeitsplätze. Wir haben 1 Million Arbeitsplätze mehr geschaffen, sagt man seit Agenda 2010. Haben wir, das stimmt, das ist rechnerisch nachweisbar, also belegbar. Es sind aber genauso viele Arbeitsplätze wieder verloren gegangen. Das wird komischerweise kaum vertickert. Ja, also wir sind hier wieder bei Null auf Null. Hartz IV verstößt, jetzt polarisiere ich immer sehr gerne, gegen das Grundgesetz. Es ist so. Wir haben Artikel 1, die Menschenwürde, das steht ja sogar im SGB II, die Menschen sollen ein Leben unter Würde sich gestalten können oder führen können. Das ist ein Hohn. Das geht allein schon mit dem Regelsatz nicht. Es geht allein schon nicht, wenn jede Tätigkeit zumutbar ist und damit gegen Artikel 12 verstößt, freie Ausbildungs- und Berufswahl. Wenn ein Jobcenterleiter sagt, ja, der Artikel 12 gilt ja mehr nur für die Auszubildenden oder die einen Ausbildungsplatz suchen, dann frage ich mich, welche Denkweise hat dieser Mensch? Ja, wir haben auch noch andere Menschen außer Ausbildungsplatzsuchende. Es sollte grundsätzlich für jeden gelten. Und für mich galt immer das Grundgesetz höher als das SGB II. Und das ist ja eigentlich auch die gesetzliche Reihenfolge, dass das Grundgesetz über allem steht. Im Jobcenter gilt das Grundgesetz nicht. Wir haben mal an sehr viele Jobcenter bundesweit die Frage gestellt, gilt für sie das Grundgesetz? Wir haben, ich glaube, über 100 Jobcenter angeschrieben. Wir haben eine Antwort bekommen, witzigerweise aus Hamburg. Das ist noch das Skurrile daran. Und in diesem Schreiben steht ganz klar, das Grundgesetz gilt für uns als Jobcenter nicht. Das ist natürlich heftig. Wir waren glücklich über diese Antwort und haben uns da bestätigt gefühlt. Also das Wir heißt immer ein Kreis von Aktivisten, ein Kreis von Politikern, Gewerkschaftern und sonstigen Verbänden. Das Grundgesetz war auch intern immer bei mir im Jobcenter so eine Diskussionsgrundlage. Ich habe ja immer gern die ersten 19 Artikel aufgehängt an meine Pinnwand. Wenn ich Urlaub hatte, waren diese Zettel weg. Ich hatte aber genügend Kopien in der Schreibtischschublade, habe sie dann wieder aufgehängt. Ebenso unser internes Leitbild. Wir behandeln die Erwerbslosen oder die Leistungsberechtigten mit Respekt auf Augenhöhe. Und mich dann mal der oberste Geschäftsführer unserer Jobcenter-Zentrale fragte, wieso ich das dort hängen habe. Sag ich, naja, das ist unser Leitbild. Ja, aber das gilt ja nur intern. Wo ich dann kurz mal sprachlos war, wo ich sagte, nee, das ist ja sogar auf unserer Webseite drauf, in Teamarbeit Hamburg, also gilt das ja nicht nur intern. Er war nicht so begeistert. Dann, die Agenda 2010 hat ein System voller Angst kreiert und produziert, und zwar, auch wenn das nicht immer gern alle Erwerbslose hören, auf beiden Schreibtischseiten. Es betrifft beide Schreibtischseiten. Allerdings haben wir einen ganz wichtigen Unterschied. Kein Jobcenter-Mitarbeiter muss Ende Monat Angst haben, dass er ohne Geld dasteht. Und das ist ein ganz, ganz eklatanter Unterschied. Das bedeutet, ein Jobcenter-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin kann richtig, jetzt rede ich mal nicht so, so souverän, sage ich mal ganz salopp, er kann richtig Scheiße bauen und kriegt trotzdem Ende Monat seinen Lohn. Ja. Und diese Angst ist aber eine existenzielle Angst, die ein Jobcenter-Mitarbeiter einfach nicht haben muss. Ja. Man kann Angst haben um seinen Job, insbesondere wenn man kritisch ist. Man kann Angst haben um seinen Job, wenn man die Quoten nicht erfüllt, also Vermittlungsquote, Quote der Eingliederungsvereinbarung, wenn man nicht ganz strikt sanktioniert, muss man auch Angst haben. Da gibt es keine Quote. Natürlich wird eine Quote erfasst. Das ist klar, das wurde es von Anfang an. Es gibt aber keine Quote, die zu erfüllen ist.
Das gab es 2005, das gab es 2006. Da wussten wir bereits im Dezember, wie viel Prozent wir im Folgejahr an Menschen sanktionieren. Das ist natürlich also wirklich unmenschlich. Ja, das kann man ja gar nicht vorausberechnen. Seit 2007 gibt es das definitiv nicht mehr. Es gibt auch keine Leistungsprämie für die Mitarbeiter, wenn sie streng sanktionieren. Das gab es auch noch nie. Das ist ein Gerücht, was die Berliner Zeitung mal in die Welt gesetzt hat, wo ich sehr schockiert war über dieses Gerücht, auch mich sehr geärgert habe. Es gibt eine Leistungsprämie, das ist wahr. Die gibt es schon immer im öffentlichen Dienst. Die kriegt jeder im öffentlichen Dienst, der einfach eine sogenannte Zielvereinbarung erreicht. Im Jobcenter sind das die Führungskräfte. Zu Beginn gab es das auch für die einfachen Mitarbeiter 2005. Das wurde abgeschafft Ende 2005. Ich sage aber, das ist meine ganz persönliche Meinung, ecke ich aber auch intern immer schon an, dass ich sage, im öffentlichen Dienst, gerade wenn man mit Menschen zu tun hat, gehört keine Leistungsprämie hinein. Ja, es ist unsere Tätigkeit, die Menschen entsprechend zu behandeln und entsprechend zu vermitteln, wenn wir die Jobs hätten. Ja, aber wir haben die Jobs ja gar nicht. Ja, und aus diesem Grund fordere ich immer hier Leistungsprämie raus aus dem öffentlichen Dienst. Ja. Gut, die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst hören das natürlich nicht gern. Was ist gewollt mit Hartz IV? Es ist auch gewollt, dass man die Gesellschaft spaltet, auch beide Schreibtischseiten. Das ist sehr, sehr gefährlich. Das bedeutet, wir haben hier eine Spaltung auf beiden Schreibtischseiten, Mitarbeiter gegen Erwerbslose und umgekehrt. Das führt zu einer Implosion als auch Explosion. Die Explosion kennen wir mit Angriffen auf die Mitarbeiter. Die Implosion sehen wir mehr bei den Erwerbslosen, dann die sich zurückziehen bis hin tatsächlich zum Suizid. Wir können die Suizidfälle außer drei nicht beweisen. Aber wir wissen, dass es diese gibt. Diese drei Fälle, die mir bekannt sind, liegen mir Abschiedsbriefe vor, darf ich nicht veröffentlichen von Seiten der Angehörigen. Das muss man respektieren. Da ist die ganze Geschichte mit dem Jobcenter und die Schikane sehr, sehr ausführlich über viele, viele Seiten beschrieben und dann auch der Grund des Suizids. Ja. Wir haben eine Ausspielung unter den Erwerbslosen sogar gegeneinander. Was ich sehr häufig erlebe, ist dieses Ausspielen, ich mache einen 1-Euro-Job, du machst keinen, du bist faul. Das bedeutet, hier haben wir diesen neoliberalistischen und auch kapitalistischen Gedanken voll drinne. Ich bin nur was wert, wenn ich etwas arbeite. Die Menschen merken gar nicht mehr, dass sie genau dieses Ausbeutersystem mit diesen 1-Euro-Jobs damit unterstützen. Wir haben inzwischen in Hamburg 1-Euro-Jobs in der Flüchtlingshilfe. Das finde ich unglaublich. Ich bin für die Flüchtlingshilfe ganz, ganz wichtig, gerade in Hamburg. Wir haben da so viele skandalöse Fälle, was da abläuft. Ja, es ist ganz wichtig, aber sicher nicht mit 1-Euro-Jobs. Wir haben eine Spaltung der noch Erwerbstätigen und der Erwerbslosen. Ich sage immer gerne noch Erwerbstätige, es kann jeden Morgen treffen. Es sind nur in der Regel 12 Monate zwischen Arbeitslosigkeit und Hartz IV in dem Moment, außer man ist über 55 und älter, dann steigert sich der Arbeitslosengeld 1 Bezug. Wir haben die Spaltung im Bereich Kinder. Nichts ist schlimmer für Kinder, wenn sie von Hartz IV betroffen sind, auch in der Schule. Und wir haben jetzt das Gegeneinander-Ausspielung Erwerbslose gegen Flüchtlinge und umgekehrt. Eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung, die hier passiert, unterstützt auch durch die Medien. Das ist ganz klar, unterstützt durch Pegida, durch zum Teil die unsäglichen Montagsmahnwachen, dann ebenfalls und unterstützt auch durch die Politik. Das muss man einfach auch mal festhalten. Kein Flüchtling bekommt mehr als ein Hartz-IV-Empfänger, im Gegenteil. Wir haben jetzt das Asylverschärfungsgesetz, ging jetzt vorgestern durch den Bundesrat. Die Flüchtlinge bekommen Sachleistungen,
Sie bekommen kein Geld, wenn sie überhaupt Sachleistungen erhalten. Sie leben unter unmenschlichen Bedingungen in Zelten. Dann, wir haben jetzt erst in Hamburg seit vorgestern Heizung in den Zelten, die zum Teil abgestellt werden, auch aus Kostengründen, die aber auch nicht reichen von der Wärme her. Es ist also wirklich für mich ein erschreckendes Bild, was sich auch in den sozialen Netzwerken dort derzeit abspielt. Ich kann nur an alle appellieren, lasst euch nicht gegeneinander ausspielen. Kein Flüchtling kommt hierher, um tatsächlich Sozialleistungen zu schmarotzern. Ja, und ich frage immer auch gern die Erwerbslosen, die darauf reinfallen, geht es euch jetzt schlechter als vorher durch die Flüchtlinge? Ja, die dann zugeben müssen, nein, uns geht es genauso schlecht wie vorher. Und also muss man wirklich, wirklich aufpassen. Dann, was können wir anderes tun? Wir können aufpassen, dass der soziale Friede, den ich bis inzwischen als gefährdet sehe, nicht noch mehr abrutscht. Ja, wir müssen aufstehen, gemeinsam aufstehen. Ich sehe wenig Netzwerke, leider. Ja, und das frustriert mich unwahrscheinlich. Wir haben Initiativen, wir haben Verbände, die sich kaum miteinander vernetzen, weil jeder immer sein Monopol haben möchte. Dann, wir haben Parteien, die einzeln fungieren. Gut, wir können auf CDU, SPD, FDP können wir, glaube ich, nichts geben. Die unterstützen das ja System. Gewerkschaften kritisiere ich hier ebenso. Solange Verdi und DGB die Sanktionen toll finden und nur für ein bisschen Entschärfung sind, solange unterstützen sie das System und kann ich nicht mehr ernst nehmen. Definitiv. Wir brauchen Gewerkschaften, das ist klar. Allein schon, um die Arbeitnehmerrechte zu stärken. Wir brauchen aber Gewerkschaften und hierfür zuständig ist nun mal Verdi und der DGB als Dachverband, die die Erwerbslosen genauso mit einbeziehen wie die Arbeitnehmerschaft. Wir haben jetzt Gewerkschaften, die im Fokus die Arbeitnehmerschaft hat. Einfach aufgrund dessen, dass die mehr Mitgliedsbeiträge bezahlen. Ja. Wir brauchen Aktivisten, die an die Öffentlichkeit gehen. Auch die können wir an einer Hand abzählen. Ein Ralf Böß ist zu wenig. Ein Harald Thomé ist zu wenig. Ja, gegen Harz.de ist zu wenig. Wir haben die Sozialpiraten zum Glück. Da muss ich die Arbeit wirklich loben. Dann, auf die verlasse ich mich auch noch. Auf die Seiten gucke ich gerne. Ab und an klaue ich mal was für Anfragen. Ja, und an Erkenntnissen hier, was in Berlin läuft, das ist ganz, ganz wichtig. Aber die Vernetzung ist genauso wichtig. Es reicht nicht nur auf Facebook zu kommentieren. Leute, geht raus, zeigt euch. Einfach zeigen. Bombardiert die Medien, bombardiert die Jobcenter. Dann, und was können wir noch tun? Welche Alternativen gibt es? Wer mich kennt, ich befürworte als erste Prämisse das bedingungslose Grundeinkommen. Wir brauchen das BGE. Wir haben nicht genügend Arbeitsplätze. Wir brauchen das BGE, um Menschenwürde wiederherzustellen, um eine Augenhöhe wiederherzustellen, um mit Arbeitgebern zu diskutieren, ob der Arbeitsplatz prekär ist oder nicht. Prekär heißt nicht nur Bezahlung, sondern auch von den Arbeitsbedingungen. Wir brauchen ein BGE, um die Rechte der Kinder und der Frauen zu stärken. Kinder erhalten die gleiche Bildungschancen, Frauen werden unabhängig von ihren Männern. Wir brauchen ein BGE, um wirklich auch der Altersarmut entgegenzusteuern, um sicherzustellen, ich kann ohne Angst existieren. Ich selber bekomme derzeit ein BGE, es lebt sich wunderbar damit, weil ich die Freiheit habe zu entscheiden, wie viel Arbeitskraft setze ich in meinem neuen Projekt ein oder nicht. Ja, und ich kann für mich entscheiden, es ist eine Arbeit, die mir Spaß macht. Und eine Arbeit, die Spaß macht, die mache ich mit Elan, mit Engagement. Ja, inzwischen hat jeder vierte Arbeitnehmer innerlich gekündigt. Und dann kann auch einfach nichts mehr dabei rauskommen. Ich brauche ein BGE, um die Angst vor der Armut zu verlieren. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir haben viele Aspekte, die für ein BGE sprechen.
Ich kann, glaube ich, inzwischen 3 Seiten aufzählen. Wir haben Aspekte, die natürlich gegen ein BGE sprechen. Das ist der Aspekt, dass dann die Menschen, die jetzt im Jobcenter arbeiten, ihren Arbeitsplatz verlieren. Aber hier muss ich sagen, Leute, das tut mir nicht leid. Werdet Berater, ja, nicht mehr Arbeitsvermittler, sondern einfach Berater für die Stärken der Menschen, was sie tun können, dann habt ihr wieder einen Arbeitsplatz. Und wenn man mal im Jobcenter rumfragt, das habe ich ja immer wieder mal gemacht, was würdet ihr tun mit dem BGE? Ja, ich würde das Jobcenter verlassen. Also ist es ja da auch nicht so weit mit der Identifikation der dortigen Tätigkeit. Wir haben eine Entbürokratisierung, dann wir werden natürlich uns umstellen müssen. Ich glaube, die Menschen haben Angst vor der neuen Freiheit. Wir sind so geprägt vom Leistungsgedanken, dass wir nur was wert sind, wenn wir eine Tätigkeit haben, die gut bezahlt ist, wenn wir für den Arbeitnehmer uns versklaven lassen. Ja, und nichts anderes ist ja jede Arbeitnehmertätigkeit, die wir ausüben. Wir arbeiten für den Arbeitgeber, aber ich glaube weniger für uns. Ja, und ich möchte aber etwas haben, wo wir für uns und für die Gesellschaft arbeiten. Und Kreativität ist da. Die Menschen wollen ja was tun. Sie wollen. Sie dürfen nur nicht. Ja, wir haben zu viele Menschen, die zu viel arbeiten müssen. Und wir haben zu viele Menschen, die arbeiten wollen und einfach nicht mehr dürfen. Welche Alternative gibt es noch? Die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich. In den 80er Jahren bin ich auf die Straße gegangen für die 35-Stunden-Woche. Das war einfach damals und da hat man auch nicht so drüber geschimpft. Heute geht's los, 30-Stunden-Woche, ja, das geht auf Kosten der Arbeitnehmer. Das ist Humbug. Es schafft Arbeitsplätze. Ja, und es würde so dann bezahlt werden, was der Arbeitnehmer auch wert ist. Mal ganz ehrlich, von 8,50 Euro kann ich kaum leben. Das ist ein Witz. Ja, 10 Euro, die ja vielleicht mal kommen sollen, wird auch eng. Der Mensch benötigt Minimum 13 Euro, um eine sichere Altersrente zu haben, um nicht in Armut zu verfallen, liegen wir inzwischen bei knapp über 16 Euro. Ja, und dann ist auch 10 Euro natürlich zu wenig. Und die letzte Alternative, aber wirklich für mich die allerletzte Alternative, ist das alte System. Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, war auch nicht alles rosig. Wir hatten auch in diesen Bereichen, auch bei der Sozialhilfe, die Sanktionen, damals in der Form von einer Sperrfrist. Es war aber bestand viel weniger die Gefahr, dass die Menschen ohne Geld dastanden. Die Miete wurde in der Regel noch bezahlt. Es gab die Einmalleistungen, wie das zweimalige Kleidergeld. Es gab die Einmalleistung, wenn der Kühlschrank kaputt gegangen ist. Inzwischen müssen sich die Menschen das von den Regelleistungen mit knapp 400 Euro absparen. Wie soll das funktionieren? Der Kühlschrank geht kaputt, in der Regel dann auch die Kaffeemaschine. Das ist ja so ein technisches Folgegesetz. Es funktioniert einfach nicht. Ja. Die Menschen konnten auch damals zumindest noch irgendwie ein bisschen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben haben. Ich weiß das von dem her, ich selbst habe auch über ein paar Jahre von Sozialhilfe gelebt. Ich konnte mir damals so ein Auto leisten. Es wurde natürlich geprüft, was hatte ich für ein Auto. Es war natürlich kein neues Auto. Es wurde aber erstmal nicht überprüft, wie teuer ist meine Wohnung. Ich durfte in dieser Wohnung bleiben. Mit Hartz IV ist das heute nicht mehr möglich. Und ich hatte nicht das Gefühl, ich bin arm. Ja, ich konnte überleben und heute muss man Angst haben ums Überleben. Und ich glaube, das ist der Unterschied zum alten System. Hier ende ich jetzt mal. Aber sage den letzten Satz, Hartz IV muss aber weg. Dann, und die Agenda 2010 ist gescheitert und wir brauchen keine Reformierung, sondern eine Kompletterneuerung und ein neues System und ich bleibe beim BGE. Vielen Dank. Aber
ich bitte Sie natürlich, dass das nicht wirklich der letzte Satz ist. Wir wollen ja weitermachen. Aber es gab schon so ein bisschen Unmut. Aber ich dachte mir, Sie können uns mehr erzählen, als wir uns untereinander erzählen wollen. Und deshalb war natürlich die Zeit wahnsinnig überzogen, aber auch wahnsinnig spannend. Und ich habe eigentlich drei Bemerkungen, bevor wir dann jetzt, denke ich, doch die Pause machen. Die erste Bemerkung zu Ihrer Einschätzung der Gewerkschaften. Ich habe in diesem Sommer ein wenig Hoffnung bekommen, dass die Gewerkschaften sich abkoppeln von der SPD. Am Beispiel von Griechenland haben wir es gesehen. Ich habe das nicht erwartet, dass die deutschen Gewerkschaften mit den Griechen sich solidarisch zeigen. Insofern hoffe ich auch, dass die deutschen Gewerkschaften nicht mitmachen bei der Spaltung zwischen denen, die jetzt dazukommen, und denen, die sozusagen in diesem System sind. Ob das gelingt, weiß ich nicht. Es könnte gelingen, wenn wir das, was Sie sagten, ernst nehmen. Wir gehen jetzt sofort raus und machen Netzwerke, die es offenbar nicht gibt. Und das ist das Erstaunliche, auch vor dem Hintergrund einer langen BGE-Diskussion. Und eigentlich, wenn man rund fragt, wer für das BGE sich einsetzen würde und wer es auch gerne haben möchte, ist es die überwiegende Mehrheit der Menschen. Und trotzdem schaffen wir es nicht, das ist doch paradox. Aus der Diskussion, die jetzt schon lange Zeit läuft, in eine Phase zu kommen, wo es politisch sozusagen angegangen wird, wir halten uns alle damit auf, wie wird das finanziert und sowas, das ist ja gar nicht die Grundfrage. Man muss es politisch wollen und dann ist es auch pragmatisch umzusetzen. Die verschiedensten rechnerischen Modelle, die es gibt, und wiederum die vielen Mitarbeiter in den Ministerien, die könnte man ja mal einsetzen, um diese Modelle durchzurechnen. Das kann man aber nur dann machen, wenn man die Regierungsmehrheit hat. Und die jetzige wird dieses Thema natürlich nicht forcieren. Also insofern wollen wir Netzwerke machen. Sie dürfen jetzt 5 Minuten Pause machen und dann gehen wir in die weiteren, also einmal nochmal Rückfragen zu dem, was Inge Hannemann vorgetragen hat. Und im Grunde genommen, denke ich, sollte man heute nochmal neben dem BGE auch ansprechen, wie kommen wir zu einem besseren Whistleblower-Schutz. Denn am Beispiel VW und vielen anderen Beispielen weiß man, dass das ein wichtiges Thema ist, wo viel Geld der Gesellschaft vergeudet wird durch Korruption etc. etc. Also insofern wären das so Dinge, die ich jetzt noch mit vorgebe. Und ansonsten, denke ich, gibt es hier genug. Und ich hoffe, dass wir heute bis um 2 hier tatsächlich weiter diskutieren können. 5 Minuten Pause, bitte. Dann können wir jetzt in die Fragerunde, in die Statementrunde kommen. Und da es ja doch heute mehr sind, bitte ich einfach darum, gebt allen die Chance, eine Frage zu stellen, also möglichst kompakt die Frage oder das Statement, damit tatsächlich so viel wie möglich zum Zug kommen, denn um 2 müssen wir hier die Dinge beenden. So. Also Jan Schrecker, Fraktionsvorsitzender der Piratenfraktion und sozialpolitischer Sprecher in Pankow. Ich würde ganz gerne, also Sie hatten ja eben so ein bisschen auch angesprochen, wer eigentlich Akteur sein könnte für die Interessenswahrnehmung von Erwerbslosen. Und da würde ich ganz gerne mal so die Frage stellen, welche Parteien das denn sein könnten, weil also gerade im parlamentarischen Betrieb sehe ich ehrlich gesagt nicht, wer das eigentlich sein kann, weil eigentlich die meisten Parteien den öffentlichen Dienst zum großen Teil vertreten und auch die Gewerkschaften vertreten zum großen Teil den öffentlichen Dienst. Und da sehe ich immer einen großen Interessenskonflikt zwischen Erwerbslosenvertretung und der Vertretung der Menschen im öffentlichen Dienst, die dann wiederum beim Jobcenter arbeiten. Insofern stelle ich mir da halt die Frage, müsste es nicht eigentlich eine klare Positionierung von verschiedenen Institutionen geben, wen sie jetzt eigentlich vertreten? Und ich frage mich, wie kann man es erreichen,
dass die Erwerbslosen da halt eine vernünftige Lobby kriegen, weil ich glaube, daran liegt es halt auch, dass sie nicht vertreten werden und halt an diesem Interessenskonflikt. Ja, also eine Lobby müssten alle Parteien bringen für alle Menschen. Dann nehme ich keine Partei aus. Dann insbesondere, wenn Merkel jetzt mal gezielt auf Menschenwürde anspricht dann, und das Grundgesetz erwähnt. Derzeit machen es ja nur die Piraten als auch die Linken, die Grünen ansatzweise und ganz noch vorsichtig. So, also die müssen hier auch weitaus aktiver werden, gerade unter dem Aspekt, wenn sie tatsächlich das Grundgesetz auch ernst nehmen würden. Das tun sie aber nicht. Also unsere GroKo tut es definitiv nicht. Die ignoriert das, auch mit Freude. Und von dem her, das ist nun mal einfach Fakt. Interessenskonflikt mit den Gewerkschaften, natürlich, das ist ja das Schlimme. Das heißt, wir haben ja Jobcenter-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Verdi Handbuch unterm Arm, als auch Parteibuch der Linken oder der Piraten oder der Grünen und agieren trotzdem so menschenunwürdig. Da frage ich mich, sind sie in der Gewerkschaft und bei den Linken richtig? Ja, also das stelle ich dann schon mal in Frage. Wir haben ein großes Problem, wie du eben auch sagtest, dass ja gerade bei Verdi und so diese Jobcenter-Mitarbeiter da drin sind. Wir haben den Interessenskonflikt. Und Verdi selber wirft mir ja auch immer Verletzung der Loyalitätspflicht gegenüber dem Arbeitgeber sozusagen vor. Ich hätte loyal sein zu müssen. Und sie vertreten ja die Mehrheit der Jobcenter-Mitarbeiter und nicht eine einzelne Mitarbeiterin, die subjektiv meint, das System sei nicht gerecht. Ja? Also Whistleblowing mögen die ja auch nicht. Das hat man mir ja auch ganz klar so an den Kopf geworfen. Was kann man tun? Ich glaube, wir können die nur unter Druck setzen. Also erstaunlich war, ich habe jetzt auf meinem Blog einen Artikel reingesetzt, dass Verdi mir ja erneut den Rechtsschutz entzogen hat. Und ich schon Stress jetzt gekriegt habe, sofort von Verdi, wie ich sowas veröffentlichen könnte. Und andere Verdi-Gesellschaften aber ebenso den Kopf schütteln. Also wir haben ja Verdi einzelne Arbeitskreise, die mit mir konform laufen. Die kommen aber nicht beim Bundesvorstand durch. Und da bleiben wir hängen. Wir haben Fachbereiche, wir haben Arbeitskreise in allen Gewerkschaften, die sehr, sehr aktiv sind, auch beim DGB. Ich treffe mich mit den Landesvorständen regelmäßig. Die wollen eine Veränderung und sie scheitern an Zierske und sie scheitern an Herrn Hoffmann. Ja, und wenn man Herrn Zierske fragt, was halten Sie denn von Hartz IV? Ja, könnte man reformieren, der kennt seine eigenen Texte gar nicht, die Herrn Verdi publik schreibt, weil er sie nämlich gar nicht selbst schreibt. Ja, und das ist natürlich, das ist skandalös. Ja, ich habe aber kein Patentrezept, wie können wir die umändern, dass das, ich glaube, wir können einfach nur immer, auch über die sozialen Netzwerke, dafür sind sie ja gut, immer wieder alles an die Öffentlichkeit bringen, auch auf die Verdi-Seiten, auf Facebook, auf Twitter und sagen, hallo, was macht ihr hier, was macht ihr hier? Ja, und viele Erwerbslose haben sich ja aus den Gewerkschaften zurückgezogen, weil ihnen nicht geholfen wird, berechtigterweise. Ich sage immer, Gewerkschaft ist so stark, wie ihre Mitglieder sind. Es ist ganz, ganz schwierig. Vielleicht eine Gewerkschaft gründen für Erwerbslose. Ja. Gibt es, bitte. Und der Nächste, der fragen möchte, setzt sich auch schon oder die auf den freien Stuhl, der jetzt nicht mehr da ist. Aber bitte, Bettina. Hallo, ich bin Bettina Günther. Ich bin in der Piratenpartei Berlin Beauftragte für Whistleblowing. Und ich wollte Sie zu diesem Thema noch mal ein bisschen fragen. Also was läuft denn in Deutschland oder vielleicht auch in Ihrem Fall besonders schief? Und wie könnte man dieses Thema Whistleblowing einfach noch ein bisschen vorantreiben? Also was für ein Whistleblower-Schutz oder was für mehr Solidarität, vielleicht auch gar nicht im rechtlichen Sinn, vielleicht auch wirklich im symbolischen Sinn oder ganz praktischen Sinn, müsste es denn eigentlich geben mit Menschen, die
einfach bereit sind, also ich würde es ja mal gar nicht nur unter Whistleblowing, sondern einfach schlicht auch unter Zivilcourage fassen, also sich so zu verhalten. Ja, wir haben ja derzeit kein Whistleblowing-Gesetz. Es war ja vor ein paar Monaten, wurde es ja nochmal im Bundestag versucht zu debattieren. Es wurde auch debattiert, wurde abgelehnt mit der Begründung, dass man ja das sozusagen das bürgerliche Gesetzbuch hat und da dort den Kündigungsschutz in Anspruch nehmen könnte. Das ist natürlich lächerlich, das ist kein Whistleblower-Gesetz und auch überhaupt kein Schutz. Jetzt möchte man das ja sogar noch weiter verschärfen, die Piraten haben das ja auch veröffentlicht. Was kann man tun? Also wir haben die Whistleblower-Vereinigung, die ist natürlich ganz wichtig. Der Günther Strack hat sich da leider ein bisschen zurückgezogen, weil er auch die Kraft nicht mehr hat, dafür auch zu kämpfen. Wir können das auf Landesebene, müssen wir das viel mehr reinbringen auf die Landesparlamente, auch Hamburg. Das wäre mein Part zum Beispiel, also ganz wichtig. Und man muss dagegen steuern, dass die Menschen als Denunzianten verschrien werden und geächtet werden. Das ist ja so, das ist mir ja auch so gegangen. Mich selber hat das eher motiviert. Ich glaube, ich bin eine so der wenigen Whistleblower, das ist ja auch so eine Bezeichnung, also man kriegt auch tatsächlich wohl die Anerkennung dafür. Irgendwie habe ich sie mal bekommen, warum auch immer. Die nicht daran zerbrochen ist. Ja, also viele Whistleblower zerbrechen psychisch daran und dann auch dann psychosomatisch. Das liegt aber vielleicht daran, weil ich mich ein Jahr darauf vorbereitet habe, also gelernt habe, mit Angriffen, mit Diffamierungen, mit Lügen über mich umzugehen, also zu ignorieren oder umzugehen, auch Ruhepol wieder zu finden. Und da müsste auch noch viel, viel mehr eine Aufklärung stattfinden. Und ich wünsche mir, dass die Piraten an dem Thema weiter dranbleiben. Dann die Linken müssen an das Thema nochmal ran, ganz klar. Die Grünen natürlich auch, alle anderen können wir ebenso vergessen. Und die Whistleblower-Vereinigung müsste noch viel mehr Mitglieder bekommen. Nur eine Zwischenbemerkung, denn der nächste Fragende sitzt da. Das ist ja wunderschön, dass Sie die Piraten als notwendig betrachten und sie auch bestätigen. Das kann uns nur freuen. Sie wissen, im September nächsten Jahres gibt es eine neue Abgeordnetenhauswahl. Und die Lage der Piraten ist ja nicht ganz einfach nach 2011 bezogen auf heute. Aber wir haben selber Hoffnung. Und wenn Sie das auch mit in die Republik tragen, die Piraten sind wichtig in dieser Gesellschaft, weil sie Widerstandskraft entwickeln, weil sie innovativ sind, dann ist das natürlich wunderbar. Bitte, die Nächste. Ja, mein Name ist Martin Haase. Ich bin auch bei der Piratenpartei aktiv in Berlin. Ich war kürzlich in Spanien, allerdings nicht im Urlaub, sondern mit einer Exkursion. Also ich habe die geleitet mit Studierenden. Und was nun sehr eindrucksvoll war, dort zu sehen, also im negativen Sinne, ist wirklich das soziale Elend dort, weil es eben praktisch gar kein soziales Netz gibt. Und sobald man dann in einer größeren Stadt ist, wird das sehr schnell sehr deutlich. Und von daher bin ich zum Schluss gekommen, dass wir eigentlich wohl mit einer rein deutschen Lösung nicht so weit kommen. Ich glaube, was man wirklich braucht, ist wenigstens eine europäische Lösung, dass man es eben vielleicht ermöglicht, ein soziales Europa zu schaffen, in dem eben solche Tendenzen der Verelendung, wie man sie da sehen kann und wie man sie wahrscheinlich auch hier immer stärker beobachten wird, dass man das eben aufhalten kann. Denn ja, ein bedingungsloses Grundeinkommen jetzt in Berlin einzuführen oder in Deutschland einzuführen, reicht vielleicht nicht. Also ich glaube, wir brauchen da noch eine größere Lösung. Jetzt kann man natürlich sagen, taktisch fangen wir erstmal vor der Haustür an. Aber ist es nicht geschickt, da gleich etwas globaler zu denken? Das ist nicht nur geschickt, sondern richtig. Ich meine, Finnland führt jetzt das BGE ein.
Die Schweiz hat nächstes Jahr die Volksabstimmung. Die Niederlande hat ein Grundeinkommen, nicht bedingungslos, denken aber auch über das Bedingungslose nach. Wir brauchen ein europaweites soziales Netz. Aber ich lehne bisher eine europaweite einheitliche Arbeitslosenversicherung ab. Das wurde ja schon mal in Brüssel diskutiert, weil ich da die Angst habe, dass der niedrigste Satz genommen wird. Ja, und dann der Vergleich geschoben wird, sozusagen, ja, in Spanien würde das Geld ja reichen oder in Griechenland, ohne auf die anderen Lebenshaltungskosten in anderen Ländern zu gucken. Also von dem her bin ich da sehr, sehr kritisch und kann nur sagen, es wird ja diskutiert, ein europäisches BGE, das weiter zu transportieren. Aber auch hier runterzubrechen, was ist der tatsächliche Lebensstandard? Also ich finde es gefährlich, wenn man eine Summe für alle Länder macht. Was wir machen sollten, ist auf jeden Fall Finnland beobachten, gucken auch sozial, unter sozialen Aspekten oder soziologischen Aspekten zu gucken, wie geht's den Menschen dort damit? Was hat sich verändert? Oder Island zum Beispiel ist ja aus der Krise rausgekommen, aus der Bankenkrise, weil die sich diesem Duktus der europäischen Bankenkommunikation als auch Hierarchie nicht unterworfen haben. Ja, also die haben sich ja die Freiheit genommen zu sagen, wir machen unser eigenes Ding. Und ich glaube, diesen Weg müssen wir europäisch gehen, aber trotzdem sagen, wir machen unser eigenes Ding und dafür kämpfen wir auch. Und zwar für etwas, nicht gegen etwas, sondern eben für etwas. Ja, klar. Ja, Thomas Henke, unter anderem ehrenamtliche Arbeitsrichter über den DGB. Erstmal, ich finde es skandalös mit dem Rechtsschutz bei Verdi. Wenn ich dann gleichzeitig bedenke, dass der Kollege, der zumindest mitverantwortlich für den Tod des Flüchtlings vor 7 oder 8 Jahren in Dessau gewesen ist, 450.000 Euro Prozesskosten von der Gewerkschaft der Polizei ersetzt bekommt. Ja, da müsste man vielleicht auch mal gewerkschaftsintern diskutieren, wie sich das dann verhält. Zustimmen würde ich Ihnen auf jeden Fall, dass der öffentliche Druck elementar wichtig ist. Das haben wir ja bei einem anderen Arbeitsgerichtsprozess bei der Kassiererin Emily gesehen, wo ich nur sagen kann, dass die damals Beteiligten daran heute noch entsetzt darüber sind, wie öffentlich Druck gemacht wurde. Meine konkrete Frage jetzt zu dem Kündigungsschutz, also zu dem Whistleblower-Schutz, also einfach auf den Kündigungsschutz zu verweisen, ist natürlich Quatsch. Weil der Rechtssatz dabei ist, die Hand, die mich füttert, die beiße ich nicht, Punkt. Ja, nicht meine Position, aber die offizielle Arbeitsrechtsposition. Wie könnte denn so eine Formulierung aussehen, dass man auch den Arbeitsrichtern oder den Arbeitsgerichten dann die Möglichkeit gibt zu sagen, nee, das geht in der Form. Ja, weil das ist ja schon eine eindeutige Veränderung wäre das, ja. Also da gehe ich einfach nochmal auf die auch relativ einfache Whistleblower-Regelungen runter. Was ist Whistleblowing? Ist Whistleblowing etwas, um meinen Chef anzuschwärzen, dann, indem ich auch Sachen veröffentliche, also sozusagen eine emotionale persönliche Rache? Oder ist Whistleblowing auch etwas, was der Gesellschaft zugutekommt? Und das ist Whistleblowing. Also ich mache Whistleblowing, um der Gesellschaft etwas wiederzugeben, was ich kritisch feststelle, was so nicht laufen kann. Also es darf niemals etwas Persönliches sein, um meinem Chef eins auszuwischen. Und das ist ein Unterschied. Und das muss man auch den Arbeitsgerichten und auch im Whistleblower-Gesetz einfach festhalten. Es geht ja hier um eine Veränderung in der Zivilgesellschaft. Ja, ich wende damit einen Schaden ab. Wir haben Emily, die Kassiererin, wir haben Brigitte, die Altenpflegerin, wir haben damals den BSE-Skandal, die Tierärztin aus Bad Bramstedt, ist ja auch sehr bekannt. Das war ein Nutzen für die Gesellschaft, ja, um eine Änderung herbeizuführen. Ob es da klappt oder nicht, ist ja was anderes. Und da reicht natürlich der allgemeine Kündigungsschutz nicht, weil jeder Arbeitgeber ja in der Lage ist, wie bei mir auch, ja, im Nachhinein festzustellen, hier hat sie sich arbeitsrechtlich nicht korrekt verhalten, aus subjektiver Sicht. Ja, und der Richter muss dann über diesen Punkt diskutieren, aber nicht mal über diesen eigentlichen Punkt, was war die Motivation oder die Intention. Hier muss eine Aufklärung stattfinden. Dann auch, was ist wirklich Whistleblowing und welchen Nutzen hat das für die Gesellschaft?
um dann vom Denunziantentum auch entsprechend wegzukommen. Das könnte man sicherlich sehr gut festmachen jetzt am VW-Skandal. Ja, auf Holländisch heißt Whistleblower Glockenläuter. Also das Bild finde ich auch ganz schön, dass man etwas ankündigt. Ich wollte Sie auch komplimentieren für Ihr Engagement. So. Bitte. Und zwei Sachen, genau. Erich Fromm schreibt in The Sane Society, ich glaube aus den 50ern, da ist er ja schon für ein Grundeinkommen, dass es viel niedriger sein sollte als der Lohn, dass sich Arbeit lohnen sollte. Was Sie davon halten? Und also ich persönlich glaube gerade, oder ich habe mich festgebissen an diesem Bundesteilhabegesetz, was kommt für Behinderte. Weil wenn Behinderte Assistenz haben und arbeiten gehen, dann dürfen sie nur den doppelten Hartz-IV-Satz behalten. Und das soll sich ändern. Und ich glaube, wenn man das stützt und darauf hinweist, dass ein Sozialarbeitsmitarbeiter, der die Kontoauszüge von Behinderten kontrolliert, nicht mehr notwendig ist, dann kann man das auch wieder auf die Jobcenter übertragen. Also das ist so gerade so mein Steckenpferd, dass ich denke, man müsste das jetzt stützen, weil das kommt auf jeden Fall, um auch das Grundeinkommen wieder stärker in den Fokus zu bringen, also so einen Umweg machen. Das ist gerade meine Meinung. Ja, Arbeit soll sich lohnen. Das, also ich weiß nicht, ob Erich Fromm, manche Bücher finde ich ja ganz gut, nicht damals schon etwas neoliberal war. Warum mache ich an etwas Wert mit Geld? Also ich bin der Meinung, dass Arbeit für jeden kein Luxusgut ist, sondern ein Recht auf Arbeit, die auch Spaß macht. Ja. Wann ist eine Arbeit viel wert? Wenn ich viel verdiene? Oder wenn ich viel, ich sag mal, wenn ich die Karriereleiter aufsteige. Und das ist ja das, was wir uns derzeit festmachen. Du bist erfolgreich, wenn du Karriereleiter aufsteigst oder wenn du viel verdienst. Subjektiv ist doch immer die Frage, was benötige ich? Das ist dieselbe Diskussion ja wie bei Hartz IV. Der Regelsatz muss immer viel niedriger sein, damit das arbeitende Volk nicht denkt, ich werde jetzt geschröpft, weil ich arbeite. Was hätte ich gerne? Ich hätte gern natürlich, also was ich immer toll finde, das gibt es ja sehr, sehr wenig schon, immer einen einheitlichen Lohn, für alle Mitarbeiter einen gleichen Lohn. Die Mitarbeiter sind dort happy. Ist natürlich eine Utopie, ja, oder eine Illusion, wobei aus Illusion kann ja Realität werden, siehe Wahlrecht für Frauen. Ja. Arbeit soll sich lohnen und BGE muss dann niedriger sein. Ich denke, die Höhe muss so sein, dass ich menschenwürdig leben kann. Er will Konflikte, ja. Gut, aber vielleicht muss man an die Gesellschaft ran und da ein Umdenken fordern, zu sagen, wieder, was bin ich wert? Bin ich nur was wert, wenn ich viel Geld schöffel? Obwohl ich es gar nicht will, vielleicht. Warum nehme ich mir nicht die Freiheit zu sagen, mir reicht auch ein BGE, setze mich nicht unter Zwang, jetzt eine Tätigkeit anzunehmen, um das BGE zu reduzieren. Das wäre ja eine Finanzierungsform. Das ist ja mal von Götz Werner mit auch seiner Konsumsteuer, für die ich nicht so plädiere. Dann, oder lehne ich mich erstmal positiv zurück und sage, ich gucke, was will ich, was ist möglich, was bringt der Gesellschaft etwas. Betreffend diesem Teilhabegesetz muss der Fokus darauf gelegt werden, auch von Seiten der Politik, das machen wir auch als Linke zu wenig, dass die schwerbehinderten Menschen oder auch die behinderten Menschen noch viel härter angefasst werden, ja, als in anderen Bereichen, also auch im SGB 12, auch die Menschen, die in Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten, sie dürfen auch kein Vermögen aufbauen, also das ist da sehr, sehr hart, was dort abläuft und auch kaum im Fokus steht. Also da finde ich den Ansatz da anzusetzen vollkommen richtig. Ich müsste da auch viel mehr ran, also ich weiß noch nicht mehr langsam wann. Ja. Gut, ausnahmsweise eine zweite Frage, aber wirklich nur ausnahmsweise. Und es gab einen weiteren. Ich habe gefragt, ob ich sitzen bleiben darf.
Also unter anderem auch noch einer der vielen Mitarbeiter in den Ministerien vorgestellt. Ansonsten schon, hatten Sie gerade gesagt. Ich fand die Beobachtung spannend, die Sie gemacht haben, dass Sie sagen, auch in Hamburg differenziert die Wahlbeteiligung zwischen den wohlhabenden Vierteln und den armen Vierteln. Das festgemacht im SGB-II-Gezug. Fürs Land Brandenburg kann ich das nur massiv bestätigen. Da beträgt die Differenz locker 30% bis 40% bei den letzten Landtagswahlen. Meine große Sorge ist jetzt vor dem Hintergrund der letzten Landratswahlen im Landkreis Dahme-Spreewald. Haben wir am Sonntag die Wahlen gehabt. Da hat zwar der Sozialdemokrat bei einer Wahlbeteiligung von 35%, kann man darüber diskutieren, auch noch gewonnen. In der unmittelbaren Umgebung von Flüchtlingsheimen hat die AfD aber fast 60% der Stimmen bekommen. Fast 60%, ja, war ein Artikel in der Zeitung. Also nicht im gesamten Landkreis, sondern da, wo Flüchtlingsunterkünfte sind. Meine Sorge ist nun, dass wenn die Rechte hingeht oder Rechtspopulisten hingehen und eine politische nationale Alternative formulieren, wie kann man darauf eingehen? Und besteht da nicht wirklich die Gefahr, dass noch vermehrt, gerade in den Quartieren, wo bisher nicht gewählt wird, dann wirklich rechts- und rechtsradikal gewählt wird? Wo ich auch denke, wo Linke und Piraten wirklich eine Aufgabe hätten, da andere Interpretationsmuster zu liefern. Ja, eine sehr gute Frage, finde ich, ist auch leider meine Beobachtung. Pegida hat wieder Zulauf, die AfD hat Zulauf und insbesondere tatsächlich in den Bezirken, wo man sagt, dort leben sozial bedürftige Menschen. Warum wählen Sie die AfD? Ich finde das sehr grotesk, weil ja gerade die AfD Hartz IV bis heute für das tollste Gesetz hält, was Schröder je ins Leben gerufen hat. Das sagen die auch öffentlich und noch mehr skurrile Dinge fordern. Also will ich jetzt hier gar nicht erwähnen. Das heißt, die Betroffenen wählen ja sozusagen ihre Schlechter selbst. Ja, also kann man gar nicht anders sagen. Wenn man sich mit diesen Menschen zu unterhalten, was sehr, sehr schwierig ist, dann kommt der Frust raus. Also dann kommt raus, ihr Linken macht ja auch nichts. Die Grünen sowieso nicht, die Piraten gibt es nicht mehr. Es bleibt ja nur noch AfD, weil die treten zumindest radikal auf. Ja, es ist wohl also dieses Polarisierende einfach. Ich habe da eine ganz große Angst, dass sich das da auch hinschaukelt. Was kann man tun? Wir haben uns als Linksfraktion damit jetzt auch sehr intensiv befasst. Wir haben jetzt auch eine Arbeitsgruppe dafür extra nochmal gegründet, wo ich drinne bin, zu gucken, ja, gehen wir mit Infoständen raus in diese Stadtbereiche, versuchen dort aufzuklären. Das ist ein Minimum, was wir machen müssen. Neben Papiere erstellen, neben Flyer, neben wirklich einfachen Flyern zu erstellen, auch gegen diese Vorurteile. Erstaunlicherweise hat die SPD in Baden-Württemberg hier einen sehr guten Flyer kreiert, den ich jetzt die Tage gefunden habe. Die waren schneller als wir Linken, das ist schon fast blamabel. Ja. Es ist blamabel, ja, aber es ist ja nur bisher Baden-Württemberg. Und wir müssen aufklären, wir müssen wirklich aufklären, und was wir brauchen auch von Seiten der Bundesregierung hier, auch von der Bundespartei, die Linke, die Grünen, auch hier von den Bundespiraten noch, eine Gegenströmung, Aufklärung, wir brauchen ein Konzept. Die Flüchtlingswelle ist nicht neu. Ja, es kam nicht überraschend, was immer propagiert wird, definitiv nicht. Und trotzdem hat keine einzige Partei bisher ein Konzept. Ja, wir sagen immer, wie schlimm das ist und wir müssen, aber es besteht kein Konzept. Und das wird dringend einfach benötigt. Ihr beide noch und dann ist wirklich Schluss. Bitte. Ich fasse mich kurz rein, ja. Vielen Dank für Ihre klaren Worte, die ja so auch selten ausgesprochen werden, außer von Betroffenen, die ja nicht gehört werden, so wie Sie inzwischen. Ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass die Möglichkeit, einen Mitläufer bei einem Hartz-IV-Antrag oder beim Besuch im Jobcenter mitzunehmen, sich sehr gut bewährt hat. Dass also alleine das Auftreten zu zweit zu einer ganz anderen Behandlung und auch zu deutlich weniger Zeit führt. Also ich vergleiche mal, ich gehe alleine hin, ich habe 4 Torwächter, es dauert 2,5 Stunden, bis ich meine Miete bekomme. Ich nehme einen Mitläufer mit, dann dauert es 2 Stunden oder 1,5 Stunden und ich muss nur an 3 Leuten vorbei. So, und die erzählen mir auch nicht diesen ganzen Quatsch, wie wenn ich alleine hingehe.
Das wollte ich einmal sagen. Da gibt es auch eine Organisation für. Und jeder, der mal Zeit hat, soll sich bitte gerne bereit erklären, einen Menschen ins Jobcenter zu begleiten. Das ist wirklich eine der besten Möglichkeiten, jetzt im Moment auch hilfreich zu handeln. Okay, das wollte ich eigentlich nur sagen. Ja, ein ganz wichtiger Aspekt, nur mit Beistand ins Jobcenter. Ich laufe ja auch gerne als Beistand mit und erlebe da Unglaubliches. Für die Betroffenen in der Regel Positives, weil plötzlich das umgesetzt wird, was sie schon immer gefordert haben. Und wenn ich mitgehe, dann wären die Jobcenter doch etwas nervös. Und das ist ja auch das, was wir damit bezwecken möchten. Und die Mitarbeiter sind freundlicher, das ist auch zu beobachten. Ja, ich ergänze einfach nochmal zu dem Hinweis von dem guten Olli Waag, diese Organisation, wo man solche Mitläufer auch ansprechen kann, heißt Wir gehen mit und man erreicht sie unter wirgehenmit.de. Und ein ganz wichtiger Hinweis, dieses Recht auf eine Begleitung zum Amt besteht übrigens auch bei der Ausländerbehörde und bei den für die Flüchtlinge zuständigen Behörden. Da kann man also ruhig auch dafür und davon Gebrauch machen. Rainer, vielen Dank für deine tolle Moderation, hat mich schon ermahnt. Mein Name ist Jörg Preissendörfer. In meinem früheren Leben war ich politischer Geschäftsführer der Piratenpartei in Brandenburg und heute bin ich Vorstandsmitglied einer Partei namens Plattform Brandenburg, der ersten Partei mit einem ständigen Bundes-Online-Parteitag. So, nach der Werbepause, ich tue mich ein bisschen schwer, zugegebenermaßen, liebe Inge, mit dem Aufruf zum sich nicht spalten zu lassen zwischen den Leistungsberechtigten und den Mitarbeitern der Jobcenter. Das hat nicht damit zu tun, dass ich die Mitarbeiter von Jobcentern, mit denen ich mich seit vielen Jahren politisch auseinandersetze, undifferenziert wahrnehme. Aber zu dieser differenzierten Wahrnehmung gehört eben auch die Feststellung, dass es viele Mitarbeiter gibt, die ganz klipp und klar sagen, sie halten das, was sie hier tun und was sie sozusagen zu vollstrecken haben, auch für im Großen und Ganzen richtig. Sie halten auch die Sanktionen für im Großen und Ganzen richtig. Also es ist ja nicht nur so, wenn man das genau anguckt, dass die da alle unter Druck handeln, sondern da gibt es auch studierte Soziologen, die das auch sagen, wo man eigentlich denkt, als studierter Soziologe müsste man das vielleicht besser wissen. Und also ich spreche mich selbstverständlich nicht dagegen aus, dass Mitarbeiterinteressen zum Beispiel von Gewerkschaften vertreten werden und selbstverständlich auch in Jobcentern. Ich denke aber, dass die Leute, die dort arbeiten, natürlich ungleich bessere Voraussetzungen haben, ihre Position und ihre Interessen zu vertreten. Sie haben die Gewerkschaften, sie haben die Bildungsprogramme der Gewerkschaften, sie haben Anspruch auf Bildungsurlaub, sie haben eine aus meiner Sicht auch immer noch verhältnismäßig gute Versorgung im öffentlichen Dienst. Das alles haben die Leistungsberechtigten nicht und das macht sie natürlich im Verhältnis schwächer. Ich habe mich sehr oft mit Alexander Spies, der von der Vorsitzenden der Piratenfraktion in Berlin, der ja auch hier neben uns sitzt, in den vergangenen Jahren darüber unterhalten, wie man mit dieser Ungleichheit umgehen kann, wenn man am selben Strang zieht. Und ich weiß, keine gute Lösung. Also meine Erfahrung aus dem Bereich der Selbsthilfe chronisch Kranker ist eigentlich so, dass ich darauf bestehen würde, die Leistungsberechtigten sollten auf Unabhängigkeit achten, weil ich denke, die Gefahr, dass sie innerhalb von Gewerkschaften oder innerhalb von Parteien wie auch der Linken, die ja sehr stark den öffentlichen Dienst vertritt und dort nach Stimmen fischt, dass dort die Interessen der Leistungsberechtigten sehr schnell untergehen. Auch dann, wenn diese in Rede stehenden Parteien, wie die Linke teilweise, wie die Grünen teilweise, wie vor allen Dingen aber auch die Piraten, das BGE fordern. Und ja, wie gesagt, ich tue mich schwer mit deinem Aufruf zur Einigkeit an der Stelle und frage vor allen Dingen auch dich, wo du da einen Ansatz siehst für eine Lösung. Oder sollen die Leistungsberechtigten nicht doch lieber für sich eintreten und kämpfen? Ja, also ich habe nicht gesagt Einigkeit, auch nicht Solidarität. Ich glaube, das ist ein Unterschied. Ich habe darauf aufmerksam gemacht, dass ich sage, auch die andere Schreibtischseite ist von Angst geprägt. Und aber auch gesagt, wir haben, und Willkür muss an die Öffentlichkeit. Ich habe auch nie vertreten, dass ich eine Beziehung zu meinem sogenannten Kunden haben muss, ja, oder auf Augenhöhe. So, das ist ein Unterschied. Der Job eines Arbeitsvermittlers oder eines Sachbearbeiters ist
unabhängig zu beraten. Ich wollte nie eine Beziehung mit meinem Kunden haben. Ja, ich bin ja nicht seine Mutter oder sonst was, obwohl wir ja diese Aufgabe ja ausüben. Das ist es ja. Durch die Sanktionspraxis bestrafen wir ja. In dem Moment bin ich eine Erziehungsberechtigte. So habe ich mich auch oder würde ich mich einfach fühlen. Was kann man tun? Es geht hier darum, einfach nochmal zu differenzieren, zu sagen, die andere Schreibtischseite ist auch in dem System gefangen. Natürlich hat jeder Mitarbeiter die Freiheit zu sagen, ich lasse mich von dem System nicht einnehmen, bewerbe mich dort erst gar nicht oder ich gehe. Klar, die Option hatte ich ja auch, vor der ich auch stand und auch überlegt habe, als ich mal ausgestiegen bin wegen eines Bore-outs, gehe ich raus oder gehe ich wieder ins System rein? Und ich mich dafür entschieden habe, ich gehe ganz gezielt in das System wieder rein, um intern weiterzukämpfen, um dann auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Ab dem Moment war es mir ja klar, ich gehe an die Öffentlichkeit. Das bräuchten wir. Ja, dass die Erwerbslosen aufgrund des geringen Geldes immer benachteiligt sind, aufgrund der fast nicht vorhandenen Vertreterschaft durch Seiten der Gewerkschaften. Das ist ja das, was ich auch öffentlich kritisiere. Weil ich sage, wir brauchen eine Gewerkschaft für alle, ja, und keine Unterscheidung zwischen einem Status. Ja. Was ist mein Ziel? Kriegen wir die Mitarbeiter mal zusammen, um intern eine Revolution zu starten? Das wäre ja mein Traum, wie in Frankreich, Arbeitsverweigerung. Das wär's, weil in dem Moment würden sich nämlich dann die Jobcenter-Mitarbeiter auch auf die Seite der Erwerbslosen stellen. Kriegen wir kaum hin. Werden wir hinkriegen. Und ich befürchte fast, das kriegen wir eher hin, als dass wir die Erwerbslosen alle auf die Straße kriegen. Wir werden es hinkriegen, nur nicht heute, noch nicht morgen. Ja? Was rufst du am? Übermorgen kriegen wir auch nicht hin. Aber das Schöne ist ja, das Positive ist ja, dass immer mehr Mitarbeiter auch mich kontaktieren. Ich habe ja Kontakt zu Mitarbeitern auf allen Ebenen, aus allen Abteilungen bis hin nach Nürnberg. Ja, und die mir Material schicken. Die sagen, Inge, was brauchst du? Ich gucke. Ja, die sagen, das und das hat unser Geschäftsführer jetzt für dieses Bundesland entschieden oder für diese Stadt. Also die spielen mir ja zu. Es ist ja zumindest da etwas da. Aber die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, ist natürlich auch da. Aber eigentlich haben die viel mehr Angst vor Mobbing und Bossing. Weil die haben ja gesehen, wie die BA mit mir umspringt. Inge, ja. Darf ich darum bitten, ich muss jetzt wirklich den Zensor spielen. Wir haben schon eine Stunde überzogen. Und ich denke, wir könnten noch zwei oder drei Stunden. Rainer, die Uhr geht vor. Ja, es ist jetzt es ist kurz vor eins. Das ist vielleicht die. Warum habt ihr mir das nicht vorher gesagt? Ich gucke dauernd auf die Uhr und kriege Stress, Stress, Stress. Und habe mir aber natürlich gedacht, man kann diese wunderbare Diskussion nicht abbrechen. Okay, also natürlich dürft ihr jetzt in Ruhe eure Fragen stellen. Und du darfst auch noch zwei Sätze sagen dann zu den Fragen. Aber okay, entschuldigt. Ja, ich wollte noch mal zu dem, was Sie gesagt haben mit dem, die Politik verarscht uns sozusagen. Ne? Also da will ich nochmal an Susanne Wiest erinnern. Ich war dabei bei der Anhörung Bundestags, wo das BGE ja ganz schnell die Unterschriften zusammen hatte. Und dann wurde gesagt von der Politik, von allen Parteien übrigens, ja, wir machen eine Enquete-Kommission. Und dann wurde sie hingehalten und nach 4 Jahren hieß es April, es kommt keine Enquete-Kommission. Also so mal zur Politik. Und ich finde, wir sollten uns alle zusammenschließen. Eindrucksvoll war ja die TTIP-Demo. Nur sowas bewirkt was und auch Unterschriften sammeln. Ich speziell fordere mehr direkte Demokratie, immer mehr direkte Volksentscheide, die bewirken was, die verändern was. Und jetzt wollte ich noch mal ganz zum aktuellen Thema Flüchtlinge was sagen. Da bin ich ein bisschen anderer Meinung, denn wohin wandern die Flüchtlinge oder wem machen sie hier Konkurrenz? Nämlich dem unteren Drittel und nicht den oberen. Die oberen, das sage ich jetzt mal, zu Hamburg. Ich kenne da natürlich nicht die Verhältnisse so genau, aber ich weiß, da sollte auch ein Flüchtlingsheim innerhalb einer gut situierten Gegend, ja, was machen die Reichen? Die holen sich Rechtsanwälte, die machen das auf dem Gerichtsweg. Die Armen stecken die Flüchtlingsunterkünfte an, aber für mich ist da kein qualitativer Unterschied in der Denkweise.
vorhanden, sondern wir sollten da nicht immer auf die eindreschen, die dann natürlich sich strafbar machen. Die anderen machen sich ja nicht strafbar, aber da ist die gleiche Denkweise hinter. Die wollen auch die Leute nicht dort haben, ja. Und dann nochmal zur direkten Konkurrenz oder so. Ich habe hier so einen Artikel, der war bei uns in der Tafel, Konflikt um Lebensmittel. Also ich erlebe es an der Tafel, das war schon die Hälfte. Ausländer haben, es kann keiner mehr aufgenommen werden und der Unmut wächst halt, ja. Und sie verhalten sich auch teilweise, naja, ein bisschen seltsam teilweise, also einer kommt und dann kommen gleich 10 hinterher oder so, man kann sich ja teilweise nicht verständigen. Also ich will nur sagen, es ist alles noch im Rahmen, aber die Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt wächst, es gibt jetzt schon keine bezahlbaren Wohnungen und. Und von daher da nur drauf einzudröschen, finde ich nicht so richtig, denn die Willkommenskultur ist auch bei den Wohlsituierten nicht gerade sehr ausgeprägt. Und die könnten es doch leisten. Ja, vielen Dank. Natürlich haben wir Konkurrenz. Ich glaube, das ist auch jedem klar, insbesondere auf dem Wohnungsmarkt. Da darf es aber nicht heißen, sozusagen, wer kriegt denn als erstes die Wohnung, sondern da muss die Forderung lauten, viel mehr Sozialbau, ja, oder Sozialwohnung, bezahlbaren Wohnung. So muss die Forderung lauten und da muss die Bundesregierung einfach ran und die einzelnen Kommunen. Die Wohngesellschaften, zumindest in Hamburg, haben gesagt, die Wohnungen werden so vergeben, wie die Reihenfolge einfach auch ist. Da wird nicht unterschieden. Können wir natürlich jetzt nicht evaluieren. Ich glaube auch nicht in Zukunft, weil die Wohnbaugesellschaft oder der soziale Wohnungsbau natürlich diese Zahlen nicht veröffentlichen wird. Davon gehe ich einfach mal aus oder die Reihenfolge, wie sie das vergeben. Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt sehe ich derzeit überhaupt nicht. Wir haben schon immer Geduldete und Asylbewerber gehabt in den Jobcentern. Die meisten werden im Jobcenter landen, davon geht man aus, damit rechne ich auch. Die haben eine zusätzliche Barriere, nämlich der fehlenden Sprachkenntnisse. Wo ich Angst habe, ist das, was Arbeitgeberverbände oder der IFU-Präsident Hans-Werner Sinn oder Unsinn eher sagt, ist, der Mindestlohn muss wieder ausgehebelt werden für diesen Bereich. Das ist der eine Punkt. Ich sehe aber hier die Lohnspirale wieder nach unten für alle gehen. Und hier sehe ich die ganz große Gefahr. Wenn Sie jetzt anfangen mit Flüchtlingen, kein Mindestlohn. Wir haben jetzt schon die Ausnahmen bei Langzeiterwerbslosen, bei Praktikanten. Wir brauchen keine Ausnahmen Mindestlohn, sondern wir brauchen Mindestlohn für alle. Und dann einfach, wie auch gesagt, höher als 8,50 Euro. Ich stelle auch jetzt noch nicht fest, dass die Geflüchteten, so nenne ich sie viel lieber als Flüchtlinge, jetzt abgefischt werden aus den Aufnahme-Erstzentrallagern. Sie dürfen ja auch noch gar nicht arbeiten, jetzt sollen sie ja statt 3 Monate 6 Monate da bleiben, das bedeutet, sie dürfen auch erst nach 6 Monaten arbeiten. Aber nichtsdestotrotz, wir brauchen eine gleiche Verteilung der Gelder. Und da müssen wir aufpassen, also der Gelder auch im Sozialbereich. Das Geld muss gleichmäßig aufgeteilt werden zwischen Erwerbslosen und Geflüchtete. Das muss man genau beobachten, ob das passiert. Die Töpfe müssen aufgestockt werden, extrem aufgestockt werden. Ich sage hier immer genau um die 43%, die man seit 2010 gekürzt hat. Das ist das Minimum. Dann, und wir müssen einfach wirklich gucken, was macht die Regierung, was machen die einzelnen Kommunen und die Städte? Ja, wie verhalten die sich? Also das müssen wir beobachten, um dann gegenzusteuern. So als Veranstalter möchte ich eigentlich nicht im Raum stehen lassen, dass sozusagen die Abwehr der Flüchtlinge vom Sozialstatus abhängt. Die einen machen das rechtlich und die anderen zünden an. Ich finde, das kann man gar nicht sozusagen im Raum stehen lassen, ohne es sozusagen hart zurückzuweisen. Die hierher kommen, kommen ja nicht aus lauter Freude hierher und als Touristen, sondern wir alle wissen, weshalb sie hierher kommen. Und
wenn es überhaupt mal einen Punkt gab, wo man merkte, dass selbst die Spitzenpolitiker dann doch mal anfangen, über die Moral und ihre eigenen Konzepte nachzudenken, dann war es in dieser Situation, dass Frau Merkel ja wirklich eindeutig sagte, wir müssen uns dieser Menschen annehmen. Und was mich eben wirklich stark umtreibt ist, wir sehen die Seehofers, die gibt es nicht nur in der CSU, die gibt es in allen Parteien. Wir sehen die reichen, satten Bürger, die auch gerne sozusagen die Flüchtlinge zurückweisen würden. Und insofern, ich habe dein Buch eigentlich so verstanden, dass es sich nicht nur bezieht auf die Diskussionen bei den Widersprüchen in Bezug auf die Sozialgesetzgebung, sondern es ist eine hochpolitische Aufforderung, gesamtheitlich fortschrittlich zu denken und sozusagen wirklich das in Szene zu setzen, was eigentlich die Basis unserer Republik sein sollte, nämlich die Würde des Menschen. Also insofern bitte keine Position, die ähnlich wieder klingen sollte. Es gibt ja die Reichen, die können das besser machen, als die Armen, die Flüchtlinge abzuwehren. Bitte. Ja, und danke für vielleicht auch dieses vorgezogene Schlusswort schon fast. Ich müsste doch wieder ein bisschen auf die Kleinigkeiten nochmal zu sprechen kommen. Das wäre einerseits auch der Whistleblowing-Schutz. Ich bin Michael Ickes, der letzte Pirat in der BVV Tempelhof-Schöneberg. Und mit Silvia und Bettina ebenso Whistleblowing-Beauftragte im Landesverband. Außerdem auch Mitgänger in Jobcenters. zum Whistleblowing-Schutz, da sagen Sie, es bedarf sehr viel mehr Penetration der Gesellschaft, um ein Bewusstsein zu schaffen für die Richtigkeit und die Notwendigkeit des Whistleblowing-Schutzes beziehungsweise des Whistleblowing in erster Linie, um eine Kontrolle auf die Verwaltung und die staatlichen Institutionen auszuüben und diese Verwaltung in den demokratischen Bahnen überhaupt erst halten zu können. Habe ich Sie da so etwa richtig verstanden, dass es hier ein Bewusstsein in der Gesellschaft bringt? Und es würde mich auf die Frage bringen, ob es nicht vielmehr einen Paradigmenwandel braucht, vor allem erstmal in der Verwaltung und in den Organisationen als solches, dass das Whistleblowing und öffentliche Information ob der Praktiken und ob der Verfahren, die in der Verwaltung Anwendung finden, hier ein in der Verwaltung, in den Organisationen ein Umdenken braucht, hin zu einer Würdigung und einer Wertschätzung des Whistleblowings beziehungsweise einer selbstverständlichen Informationspolitik der Verwaltung und der Organisation in erster Linie. Dann hätte ich noch eine kurze zweite Sache, auch ein Anliegen zu der geflohenen Situation und einer Konkurrenzsituation mit Erwerbslosen, die ich eben primär auch nicht sehe, beziehungsweise auch als alles Letzte herbeigeredet sehen möchte. Weil Sie gerade das Beispiel angesprochen haben, ein Eurojobs in der Flüchtlingshilfe finde ich eigentlich einen durchaus begrüßenswerten Weg, abgesehen natürlich von der Schaffung von
Ein-Euro-Jobs, was totaler Quatsch ist, prinzipiell, finde ich das jetzt hier in dieser Situation durchaus richtig angesetzt, beziehungsweise dadurch werden die Gelder vielleicht ausnahmsweise mal doch gleichmäßiger und integrationsfördernd verteilt. Also, jetzt mache ich trotz sozusagen der zeitlichen komfortablen Lage die Ansage, es gibt neben Olli Wack noch Jan und dann ist sozusagen Ende der Session. Bitte. Also nochmal zum Thema Whistleblowing. Ich persönlich brauche keine Wertschätzung darüber, ob ich Whistleblowing betrieben habe oder nicht. Was ich brauche, was ich fordere, ist eine Legitimität, dass man im öffentlichen Dienst, aber auch im nicht öffentlichen Dienst das Recht hat, Missstände aufzudecken und an die Öffentlichkeit zu bringen. Und das finde ich wichtig. Ja, ich glaube, es darf niemals im Whistleblowing um die eigene Person gehen, sondern immer um die Thematik, was bringe ich nach außen hin? Ja, und welches Ziel hat dieses? Wir haben, also im öffentlichen Dienst ist es ja ein bisschen, sagt man, verschärfter, weil ja dort eine anscheinende höhere Loyalitätspflicht besteht. Also man sagt das ja gerne gegenüber den Beamten, bei den Angestellten soll das anscheinend auch gelten. Ich frage mich, und da gibt es ja auch inzwischen schon Urteile, was ist dann wirklich Whistleblowing? Ist das eine freie Meinungsäußerung unter anderem? Ja, zählt das mit rein? Oder ist es ein Aufdecken von Geheimunterlagen? Ja, das muss man erstmal dann nachweisen. Also sehr, sehr komplex. Und übrigens gibt es da zwei Urteile von Menschen aus dem öffentlichen Dienst schon heraus, wo man ganz klar sagt, das ist eine freie Meinungsäußerung gewesen, was sie gesagt haben. Ein Fall war mal ein Leserbrief gegen einen Politiker und es fand in ihrer Freizeit statt. Ja, also dass man durch diese obersten Gerichte gesagt hat, man darf Mitarbeiter im öffentlichen Dienst nicht auch außerhalb ihrer Freizeit womöglich noch in ein politisches Korsett hineinpressen. Und diese Denkweise, die muss in den öffentlichen Dienst rein und sagen, auch die Menschen im öffentlichen Dienst haben eine persönliche Freizeit, ja, wo sie agieren dürfen und wo das nicht verboten wird. Zu den 1-Euro-Jobs in den Flüchtlingszentren sage ich, warum kann man hier nicht sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten einführen? Ja? Gelder werden den Ländern zur Verfügung gestellt, natürlich viel zu wenig im Verhältnis, was man noch auch in Zukunft braucht. Aber warum muss man Menschen für 1,40 Euro beschäftigen, womöglich noch unter Sanktionsandrohungen, und dann nicht mal mehr eine gewisse Freiwilligkeit? Ja, warum lassen sich die Menschen ausbeuten für 1,40 Euro die Stunde mit der Selbstmotivation zu sagen, ich tue ja dann was Gutes? Ja, und ich fordere hier ganz klar Hilfe, ja, sozialversicherungspflichtig und nichts anderes. Bitte, Olli. Ja, okay, das ist natürlich, jetzt sind wir wieder ein bisschen auch in andere Themen gerutscht. Ich muss sagen, also ich bin wirklich ein bisschen angefressen, dass du hier versuchst, mit Flüchtlingspolitik da zu relativieren. Also wenn Leute anfangen, Gebäude anzuzünden, weil sie kein Geld für einen Anwalt haben, sind es Arschlöcher und sie sind Verbrecher. Und ich distanziere mich ganz klar davon, dass das relativiert wird. Es werden natürlich keine Leute angegriffen und es werden keine Gebäude angezündet. Und zwar völlig egal, warum. So. Jetzt hatten Sie eben ein Stichwort gesagt, jetzt habe ich mich aber so aufgeregt, dass ich das Blatt wieder vergessen habe, Entschuldigung, mit der Selbst, im Zusammenhang mit der Bezahlung eben, fällt Ihnen jetzt nicht mehr ein. Dann mache ich einfach Schluss, ich wollte das einfach nochmal gesagt haben. Der Whistleblower. Ja genau, Würdigung, das eine, klar, aber darum ging es mir jetzt nicht. Ich wollte nur sagen, bitte missbraucht diese Plattform nicht für sowas. Danke. Ja, ich habe mich ja eben schon vorgestellt, deswegen muss ich das jetzt, glaube ich, nicht nochmal machen. Ich habe nochmal eine Frage. Also einmal wollte ich nochmal ein Statement loswerden, erstmal zu dem Bereich Interessenskonflikt mit Gewerkschaften.
Ich halte es einfach für eine etwas naive Vorstellung, zu glauben, dass man beide Positionen in ein und derselben Institution vertreten kann. Also man muss sich halt schon entscheiden, ob ich Interessensvertreter des öffentlichen Dienstes und damit der Mitarbeiter im Jobcenter bin oder ob ich die Erwerbslosen vertrete. Und ich halte es insofern halt auch für schwierig, solange diese Konfliktfrage nicht gelöst ist. Die Gewerkschaften stellen ehrenamtliche Richter durch Vorschlagsliste bei den Sozialgerichten. Und ich weiß als Erwerbsloser gar nicht, wer mir da eigentlich gegenübersteht. Ist das jetzt der Interessensvertreter des öffentlichen Dienstes oder ist das der Interessensvertreter des Erwerbslosen? Und deswegen finde ich das sehr, sehr schwierig, an der Stelle sozusagen die Gewerkschaften als Interessensvertreter der Erwerbslosen zu sehen, wenn sie sich an der Stelle nicht klar positionieren. So. Meine Frage, die ich hier aber ganz gerne nochmal in den Raum werfen würde, ist eigentlich auch die der parlamentarischen Kontrolle der Jobcenter. Ich sitze ja in der BVV Pankow und sitze da auch im Sozialausschuss und bin da ziemlich aktiv, auch gerade was das Jobcenter angeht. Stelle gerne mal kleine Anfragen an das Jobcenter. Das Jobcenter hat jetzt sämtliche Beantwortungen meiner kleinen Anfragen abgelehnt, mit dem Hinweis, es wäre ja die bezirkliche Ebene nicht betroffen. Was ganz klar völliger Schwachsinn war, weil es wirklich zum Beispiel um Kooperationen mit bezirklichen Einrichtungen ging in diesen kleinen Anfragen. In der letzten Sitzung, die wir mit dem Geschäftsführer des Jobcenters Pankow hatten, sagte der Geschäftsführer, er würde sich generell überlegen, ob er denn überhaupt noch kleine Anfragen von Bezirksverordneten beantworten möchte. An der Stelle würde ich ganz gerne nochmal auch fragen, wie Sie denn das einschätzen, mit dieser, was man vielleicht auch in dem Bereich der parlamentarischen Kontrolle eigentlich bewirken könnte bei den Jobcentern, denn wir brauchen ja sicherlich Zwischenschritte, bis wir zu einem bedingungslosen Grundeinkommen kommen, müssen wir irgendwie erst mal sehen, wie wir mit dem bisherigen System umgehen. Also die Lieblingsantworten, wenn ich eine kleine Anfrage stelle betreffend Jobcenter in Hamburg, des Senats, heißt immer, und im Übrigen hat sich der Senat damit nicht befasst. Also mir geht's hier genauso. Wenn ich 10 Anfragen stelle, kann man wirklich sagen, 8 Anfragen sind mangelhaft bis ungenügend beantwortet. Also man drückt sich drum herum, tatsächliche Antworten und auch wahre Antworten zu geben. Positiv gesehen heißt das, wir nerven richtig gut. So negativ gesehen heißt das natürlich, welche Kontrollmöglichkeiten habe ich oder welche Macht habe ich auch vielleicht als Partei in einer Bürgerschaft oder Landtag hier das zu ändern. Schwierig. Also in Hamburg gibt es den sogenannten Ältestenrat, dann, aber es ist nicht wirklich ein Thema, was jetzt glaube ich so bewegt. Mich beruhigt ja immer nur, dass die Grünen das auch sagen, dass sie keine Antworten bekommen. Vielleicht sollte man hier ein neues Gesetz schaffen, aber das klingt jetzt auch sehr naiv. Aber unsere Kontrollmöglichkeit ist hier einfach null. So ist es. So, wir müssen wirklich leider Schluss machen. Bis um 1 haben wir sozusagen die geschlossene Gesellschaft gebucht. Wir sind jetzt tatsächlich drüber. Und ich bitte um Nachsicht, dass wir jetzt an der Stelle eben diesen brutalen Cut machen müssen. Wir wollen hier ja weitere Veranstaltungen machen. Und da das Thema ja gar nicht ausdiskutiert ist, wir werden uns sicherlich wiedersehen. Inge Schön, Hannemann. Ich komme wieder, ja. Ja, um die Netzwerke aufzubauen. Und der Geschäftsführung des Restaurants Cum Laude danke ich, dass wir ein wenig überziehen konnten.
Aber ich verstehe Sie natürlich und vor allen Dingen ist es auch unhöflich gegenüber den Gästen, die dann ja noch kommen, wenn Sie sich Themen anhören müssen, die ganz wichtig sind, von denen Sie möglicherweise noch nie was gehört haben.